Peggy 16. Es muss sich ja um ein äußerst wichtiges Geschäft handeln, wenn mich der Bund der Morgenröte in seine heiligen Hallen einlädt. Oder habt ihr etwa ein Attentat auf mich geplant? Irgendjemand hat herausgefunden, dass Fordula hier gefangen gehalten wird. Und jetzt wollen die Leute mit ihr abrechnen. Hört her, meine Brüder und Schwestern. Jemanden umzubringen ist leicht. Doch Tote lassen sich schlecht verhören. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Was soll ich noch auf dieser Welt? Vater, sprichst du wirklich mit der Stimme deines Herzens? Will jemand von euch darauf Platz nehmen? Oder wollt ihr jemand anderen auf den Thron heben? So leicht kommt ihr nicht an mir vorbei! Hallo von mir. Hi. Gänsehaut hier. Schön, schön, schön. Patch 4.1. Ich begrüße euch zur Zusammenfassung der Vorpatch Notes. Ja, ich bin froh, dass wir sie schon wirklich früh rausbekommen haben. Ich begrüße alle, die da sind. Grüße euch alle nach eurer Kami, Robeos, Gustl und so weiter, die Trianes oder Xeneral. Ich würde Xeneral auch bitten, zieh dich dann hinein.
werde es halt mit General machen. Die Yoda wird auch noch joinen, aber die ist eher stille Mitlauscherin heute. Die hört sich das einfach mehr an. Somit, ich begrüße euch recht herzlich. Menge Zuseher schon. Grüße euch. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich. Bin ehrlich, sehr aus dem Zeitungskur. Bei dem Trailer, es war schon echt gut, war schon wirklich gut. Patch-Nutzer habe ich bekommen heute. Zum Mittag, war beim Mittagessen, musste meine Familie mich teilen mit meinem Telefon und haben wir das so ein bisschen durchgescrollt. Etliche Überraschungen dabei, wirklich, wo ich nicht damit gerechnet habe. Ich sage nur zum Beispiel, ich werfe es gleich mal ein, Glamour ab Level 15. Auch nicht schlecht, ja. Ihr seht auch mein Layout heute ein bisschen anders. Ihr seht auch hier oben heute im Chat mal. Das liegt daran, ich möchte das Video dann auf YouTube rüberschieben. Das heißt, ab morgen gibt es das Video dann auf YouTube. Wäre jetzt auch ein bisschen für musikalische Untermalung sorgen im Hintergrund. Das heißt, gebt mir dann Bescheid, ob die Musik zu laut ist oder ob es passt. 300 die Notes auch noch einmal überflogen. Klingen nice, ja, so ist es, ja. Das heißt, wir werden uns das nach der Reihe angucken. Und sobald der Xenaral da ist, legen wir auch natürlich schon los. Ich hoffe, die Einstimmung mit Video war in Ordnung. Das heißt, das waren so 4-5 Minuten, wo sich die Leute einmal sammeln können. Wird doch eine Menge Patch Notes. Vor allem, es sind ja nur die Vorab-Details. Ja, müssen wir mal ganz genau hingucken. So, ich hoffe, der Xenaral taucht jetzt dann auf. Wer dann natürlich auch anfangen. Wo ist er? Xene! Xene, los! Ah, ich guck nur wegen meinem Stream. So. Cool. Aber wie gesagt, wir haben etliches. Ich scroll ein Stück runter. Final Fantasy Patch 4.1. Da ist er schon. Jo! Hi. Servus, hallo. Hi, oder hi, ihr zwei. So, die Jota habe ich schon gesagt, du wirst eher mehr still zuhören, glaube ich. No? Ja, glaub ich höre eher still zu. Also, von mir wird eher selten bis gar nichts und wenig kommen. Genau. Der General, der hat genauso das Dessert ja einmal auch überflogen, beziehungsweise auch ein bisschen, was dich interessiert, ein bisschen genauer gelesen, glaube ich, oder? Yep. Jo. Genau. Es ist ja wichtig, das ist mir bei diesen Patch-Notes wieder aufgefallen, man muss ja wirklich genau gucken. Ich scroll jetzt ein Stück runter und zwar bei erforderlichen Lizenzen, ja. Es gibt da Inhalte, die sich bei alten Sachen ändern, eben bei 2.0, 3.0, 4.0. Das heißt, da muss man wirklich öfters genau schauen, weil ich dachte, mach, das kann nicht sein. Und dann bin ich aber drauf gekommen, ach so, Moment, das gilt für die und die Erweiterung oder für das und das Spiel. Also da muss man auch öfters genauer hingucken, ja. Ja, passt. Der Xenaral, glaube ich, du hast einen Stream ja laufen, glaube ich. Und ja. Wirst mir aber eh folgen können. Wir fangen einfach, wir schmeißen uns gleich rein. Wir haben Aufträge. Ich begrüße natürlich auch Yuki Puki ist da und so weiter. Ich begrüße euch alle Mercurion. Alle trudeln sie ein. Schreibt auch brav bei den Meinungen dazu, deswegen auch der Chat heute eingeblendet. Könnt ruhig auch immer Meinungen dazu schreiben. Das heißt, wir fangen an. Aufträge des Hauptszenarios ist ganz klar. Logisch wie immer. Die Story geht natürlich weiter. Ich glaube, da kann ich einfach runterscrollen, ne, im Moment. Das ist ja klar. Ich glaube, hier war aber nicht wirklich viel Spoiler. Ja. Das heißt, hier scrollen wir runter. Neue Aufträge der Chroniken der neuen Ära. Rückkehr nach Avelis. Ja, das heißt, das wird interessant werden. Ja, das ist der neue 24er Raid. Richtig? Richtig. Ja, General, halt voll dabei. Wir gucken auch nur, wo wir es annehmen können. In Kugane können wir das dann annehmen. Das heißt, guckt, schaltet euch die Empfehlungen ein, wenn ihr euch einloggt. Ihr seht dann immer mit dem Pluszeichen dabei, wo wir das finden. Ne? Das wird interessant. Ich glaube, das kommt dann unten noch genauer beschrieben. Nach Abschluss eines bestimmten Auftrags gewährt der Menagerie Torwächter im migischen Wohnviertel Zugang zur Menagerie. Heißt das, man kann da einfach reingehen oder was? Man kann das besuchen? Ja, so hört sich das an, dass du da unten irgendwo einen Wächter stehen hast, den redest du an und dann kommst du da oben nochmal hin in den Garten. Ja, das ist schick, ne? Weil die Yoda, du hast ja Fotos gemacht, eine kleine Hauptstory, glaube ich. Also die Yoda hört jetzt nur so halb zu. Aber jeder, der ja, Screenshots machen wollte, konnte ja nicht mehr dort retour, ne? Und somit genau. Kam er da auch wieder hin, ja. Und Kami schreibt, ich denke, ich werde eine Liste anfertigen, wo das angenommen werden kann. Ja, solltest du das machen, würde ich dich bitten, vielleicht stellst du es auf Discord bei uns, machst ein Dokument. Stell es öffentlich, wenn das für dich okay ist, dann passt es.
So, dann gibt es nach Abschluss des Hauptszenarios Auftrags die Befreier von Isaria möglichen folgenden NPCs, die Überfahrt zwischen den Inseln. Okay, hier wurde was hinzugefügt. Ach so, ja, das war Was ich ja. relativ gut finde, Ja, aber weil man da spät. eher am Anfang noch nicht fliegen kann. Aber spät, ne? Also das ist sehr spät, finde ich. Warte, ich scroll ein Stückchen runter. Das ist da unten, da sieht man den Punkt. Hier kann man jetzt hin, ne? Von da oben nach da unten. Bei mir hat das angekotzt, ja. Das Hin und Her. Geschwimme, weil eigentlich bist du nur mehr geschwommen dann eigentlich. Ja, und gelaufen. Ja, stimmt. Sehr schön. Also die in der Story, das Die hilft. Ne? Oder? ist Keine. Isari das Gebiet da oben? Die Befreier von Isari. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn du hältst dich ja eine Zeit lang bei diesen Ätheriten auf. Ich glaube, dass dann irgendwann einmal, was das poppt ja dann alles nach der Zeit auf, dass irgendwann einmal dann dieser NPC aufpoppt. Schätze ich mal. Weil später wird es ja keinen Sinn Das ist machen. Isari. Sobald ich fliegen kann, ja dann. Isari ist die linke Stadt. Okay. Das ist da, wo wir dann halt später zu dem Eteriten hingeschickt werden, um halt die Stadt zu befreien. Okay, also auch spät dann eigentlich. Aber gut, immer noch besser als gar nicht, ne? Weil das hat mich schon genervt, dass man da Also nicht hin ich und schätze her mal, kann. du hast da denn. Isari wird. Du wirst ja dann halt irgendwann zu den Piraten geschickt. Und ich schätze mal, damit hängt das dann irgendwann zusammen, wenn du da Okay. dann bei den Piraten den Ruf hast und dir helfen, die Stadt zu befreien, ab Ja. dann hast du wahrscheinlich dann den Fährmann offen. Ja. Trainer schreibt auch, das müsste kurz nach Yangtze gehen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist eher so eine Erweiterung, weil sie darauf gekommen sind, dass uns wird es nicht betreffen, weil wir sind ja schon fertig eigentlich, in Anführungszeichen, dass dort die neuen Spieler halt zu viel hin und her gelaufen sind wahrscheinlich. Schätze ich einmal. Ja, erst Ja. recht, wenn du dann halt da oben bist. Und musst dann halt nochmal runter, da, weil du da unten ein, zwei Quests noch hast und du noch Ja. nicht fliegen kannst, dann brauchst du halt deine Zeit bis Ja. darüber. Ja, so ist es. Also mein Controller könnt ihr ja nicht wegräumen heute, oder? Ich stelle mal meinen Controller weg. So, brauche ich ja nicht. So, weiter geht's. Neues Szenario Nebenaufträge. Hildibrand, ja, für alle Hildi-Fans. Ja, also ich hab's nicht. Also ich habe auch die Aufträge Blutiger Sturm. Ne, Hauptszenario, das habe ich, aber den Nebenauftrag Nobody is Perfect, außer Hildi, den habe ich sicher nicht abgeschlossen. Ja, betrifft mich also nicht. Ja, die Hildi-Fans mal Ich reinschreiben. freue mich da drauf. Du freust dich da drauf. Wirklich, du spielst Hildibrand? Wirklich? Ja, Xenaval? um ehrlich zu sein, ich finde die Geschichte um Hildebrand echt lustig. Ja, okay. Jetzt bin ich überrascht. Jota, Wo Xenaval du spielt sagst, die Hildibrand. passt nicht ins Spiel, finde ich sie wiederum passend. Okay. Ja, ich bin, weil wie gesagt, das ist ja meine Meinung. Drum, ich akzeptiere auch andere Meinungen. Ich sage immer, das passt irgendwie nicht in dieses ernsthafte Spiel hinein. Aber andere stehen drauf. Ja, und die lieben alle das, ja. Ich liebe die Story, ich auch. Geile Story-Quest von Hildi. Die Geschichte lohnt sich. Shit. Ich bin echt in der Unterzahl. Lester ist das ja, als Lester. Ja, also wer weiterspielen will, auch in Kugane. Das heißt, ihr habt eine Menge Quests wahrscheinlich in Kugane. Schätze ich mal. Ja, ihr müsst halt dann genau gucken, was halt primär wichtig ist. Dann hier hat's mich erschreckt. Da stand was von Aniwa-Waffen wurden überarbeitet. Ich denke mal, fuck, Alter, gibt's die Reliktwaffe? Ah ne, 3X war ja die Anima. Die alten wurden Ist die alte. überarbeitet. Ja, da hat es mich gleich erschreckt. Ja. Das heißt, durch die Erfüllung der entsprechenden Inhalte steigt der Verdichtungsgrad der synthetischen Seele stärker. Das heißt, das haben es genervt auf gut Deutsch. Ja. Und es gibt neue Ja, Inhalte du zur kriegst es Steigerung. einfach halt mehr. Ja, es gibt mehr und mehr Inhalte. Ja. Okay, also wer die alte Reli Anima noch macht, weiß ich nicht. Ja, es wird Wo jetzt ich ein mich bisschen frage, leichter. inwiefern mehr Inhalte? Du hast ja damals schon alle Heaven Sword Inhalte gehabt. Naja, ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwas war jemals irgendwas von Wilde Stämme dabei oder sonst was. Ich kann mich nicht erinnern für diese Verdichtung. Nein, da bist ja nur die Innis gelaufen, oder? Vielleicht gelten auch die Ja, es waren neuen. eigentlich nur Instanzen. Ja, aber dann werden wahrscheinlich die neuen Inhalte die neuen Instanzen sein, General. Auch als vier wahrscheinlich. Oder? Könnte vielleicht Weil sein. es gibt ja sonst nicht mehr Inhalte. Wir haben die Inhalte, die es gegeben hat, und neue bekommen. Also die neuen müssen die neuen sein. Anders geht's nicht. Ja. Also schätze ich mal. So, weiter geht's mit unserem Freund, den Kojins. Ja, heißen die jetzt Kojis oder Konjins? Konjins mit N, glaube ich, ne? Glaub schon. Ja, wichtig, was war ja eine Zeit lang gerätselt wurde, aber
Wir haben das ja gestern gesagt, das ist sicher für Kampfklasse und keine Sammler- oder Handwerkerklasse und so ist es tatsächlich. Eben in der Siedlung der Coaching gibt es auch neue Händler. Ich weiß nicht, warum das als erster drinnen steht. Wichtig ist da unten die Schwierigkeit von Kämpfen und Haupt- und Nebenaufträgen der wilden Stämme. Der Coaching wird an die aktuelle Stufe angepasst. Das heißt, es ist ähnlich wie, oder sagen wir mal gleich wie Wano-Wano. Richtig? Und auch die Gnat. Das heißt, ihr könnt Ja. leveln ab Stufe 60. Ja? Naja, ab mindestens 63 brauchst du, um die einmal freizuschalten, ab dann kannst du sie halt immer. Ja, genau, aber es steht eben unten dabei, Krieger oder Magier Stufe 60. Also ab da geht's los. Ja. Also, finde ich okay. Man muss gucken. Also, ich werde sicher machen, weil es gibt sicher wieder Reittiere. Außerdem, ich will ja wieder den Max-Level dort haben. Das wäre sicher am ersten Tag. Und wenn sie immer nur drei Aufträge geben täglich, weil ich schätze mal, das werden sie nicht ändern, dann wird es, dann ist es auch so wieder, ne? Schätze ich mal. Das heißt, das können wir dann wirklich schön wieder spielen. Ja. Gibt es einige Quests Jeden natürlich. Tag. Ja, Nebenaufträge. Man muss halt den Hauptauftrag der Coachin, die blaue Schatzkammer, abgeschlossen haben und das war der erste, ja. Also, wieder mal den ersten annehmen, den spielen und wenn du fertig bist, dann gehen die erst los. Okay? Und wenn wir Glück haben am ersten, da gehen sie die drei aus und da kann man gleich den nächsten annehmen. Das war, glaube ich, bei Wano und bei die Gnat auch so, glaube ich. Oder was am zweiten Tag dann, wo man den ersten Level relativ schnell übersprungen hat? Den ersten konnte man relativ Ich schnell. glaube, entweder erster oder zweiter Tag. Weil du warst ja, ich kann mich erinnern bei die, wo warst du mal voraus bei die Mogri, weil die habe ich müssen einen Tag lang nacharbeiten. Mogri. Ja, der war mir einen Tag voraus, ich habe einen Ja Tag gut, lang. ich hatte halt wirklich den Vorteil, weil ich habe wirklich gesagt so, ich habe mit den kompletten Questen, die es in Heavensward gibt, mein Ninja damals gelevelt. Ja, das stimmt, das stimmt. So wie ich es jetzt auch gemacht habe, in komplett Stormblood, habe ich mit allen Quests, die noch über waren, meinen Ninja gelevelt. Also Ja. ich habe die Quest frei wieder. Ja, das stimmt, das stimmt. Die Währung der wilden Stämme, die erhalten Kojin-Korallen, ja. Und hier steht schon drüben, der Besitzer anderer Stammeswährung wird ebenfalls im Menü unter Vermögen angezeigt. Diese Änderung, die kommt ja jetzt dazu, das kommt weiter unten erst. Aber die Dinger kommen raus aus dem Inventar. Ja, ich begrüße das sehr, weil ich habe noch alles rumliegen von alle, ja, von allen. Von allen wilden Stämmen liegen irgendwo irgendwelche Ich Kuponüsse, auch, die ich jetzt dann habe. auch nicht mehr Kuponüsse heißen, sondern die heißen jetzt anders. Ja. Du auch gesehen, ja. Ja, was ich nicht verstehe, warum sie sich umbenennen. Vielleicht hatten sie ein Platzproblem oder so mit den Lettern oder war das Wort zu lang? Schätze ich mal. Ich schätze mal an, das Wort war einfach zu Wortlänge lang. Ja, die vielleicht, aber alles Wortlänge. andere kann ich mir nicht vorstellen. Mir ist es doch kackegal, ob das Ding geschnitzte Kuponüsse oder wie heißt jetzt dann? Oder Kupo Schnitzerei heißt oder keine Ahnung. Das müssen wir jetzt gucken, wie das Ding heißt. Ja. Ich weiß gerade auch nicht mehr. Ich auch nicht. So, weiter geht's. Und hier müssen wir wieder gucken, eben bei 3.0, da steht auch dabei, für die Erledigung von Aufträgen der Wano-Wano, Gnat erhalten Charakter aber 50, eben die Steine der Poesie. Das ist jetzt auch neu. Gab's das nicht vorher? Hat man die vorher nicht auch schon Ich bekommen? weiß, ich habe heute nicht geguckt. Ich wollte Oder hat man da nachgucken. andere Steine bekommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich wollte Weißt du nachgucken, ich habe was? es vergessen. Richtig. Ja, warte, ich bin ja nebenbei noch Ach online. so, du bist ja online. Ja, guck mal. Kannst ja, flieg mal hin und guck mal nach. Und auf jeden Fall, und hier die Parameterwerte der Gegner im Klassenauftrag Stufe 30 wurden angepasst. Also, sie haben eine 30er Klassenquest genervt. War das so schwierig? Ich habe keine Gute Ahnung. Frage. Anscheinend. Ja, und Gildengeheiße. Die Erledigung von, und hier ist wieder der Knackpunkt, man muss genau lesen, von Fertigungserlassen der Stufe 50 bis 58 wird es mehr Routine geben. Das heißt, die Freibriefe, richtig, in Ishgard, haben sie hochgesetzt. Richtig, ja. Und den Zeitungskurs schreibt, Dass ja, du war halt sie. schneller Okay. vorankommst. Okay, also die Quest war schwer anscheinend. Ich kann mich an die nicht erinnern, aber ich bin ja auch Paladin und ich hab die Ja, nee. Quest ganz sicher, ja. Ich hab die, weil ich hab 70er Nee, man gespielt. bekommt. Also ich bin gerade bei den Warnungen, man bekommt halt wirklich nur die Münze. Ah, also gibt's gar nichts dazu oder was? Nur Münze und sonst nichts. Nur die Münze Okay. und Ruf, aber den Ruf hast du halt ja schon voll. Ja, eben. Okay, aber brauche ich Steine der Poesie? Brauche ich auch nicht, bin ja einmal voll, ja. Aber gut. Für die, die es nachspielen, ich überlege ja immer umgekehrt für neue Spieler, weil
Im Grunde orientiert sich alles, diese Änderungen, dürfen nicht vergessen, orientieren sich ja für neue Spieler. Wir haben ja nichts mehr davon. Ja. Aber für neue Spieler ist Also, es dann wenn ich so interessanter. hochspiele und ich kriege als Belohnung halt jetzt noch Poesie, die Poesie kann ich halt wieder entweder in nicht in Ausrüstung investieren, beziehungsweise in Staatszahler Ja, umtauschen. im Grunde, wenn du guckst auch, ich meine, das ist ja die Wano gehen von 50 bis 60. Ja, wenn du clever bist, kaufst du dir mit die Poesiesteine gleich das 60er Zeug, ne? Weil du bist ja am Weg zu 60 eigentlich. Ja, also so muss man vielleicht denken. Ja, Aber also, warte, Nerfs. aber auch nicht ganz ab 50, weil für Neuling, der kommt an die Wanus ja noch nicht gar nicht so schnell ran. Ja, aber wenn er dort ist, ne? Und wenn er Ja. nachlevelt oder so, ich meine, wir haben das Gear. Wir hatten ja schon Gear für alle Klassen. Was ist, wenn du nur eine Klasse hast und du levelst danach, baust du trotzdem Poesiesteine, ne? Das ändert sich ja nicht. Ja, gut, aber wenn ich jetzt sagen wir mal wirklich ein Level 70er habe, kriege ich schneller durch die Instanzen als durch Wanu. Ja, aber nimm mich jetzt zum Beispiel, ich habe zwei Klassen oder die 50er Klassen, die du spielen kannst. Ja, weil welche Klassen fängst du mit 50 jetzt an zu spielen? Samurai kannst du spielen mit 50, ne? Richtig? Und nicht mit 60. Eben. Das heißt, mit Samurai kannst du eigentlich Wano Wano machen. Theoretisch. Die Gnat kriegst dafür schon allergische Steine und könntest dafür die theoretisch, wenn du es noch nicht hast oder nicht mehr hast, mal viel Gear. Ich habe auch kein 60er Gear mehr, wenn ich mal drüber bin dann. Kannst du dir wieder 60er Gear kaufen? Könnte ich dann auch machen. Also, es betrifft vielleicht auch die Aber jetzt schon weiter sind. guck gerade bei den Wanus und ich habe mit meinem Mönch 69.000 Erfahrung. Also für die Erfahrung lohnt sich schon fast gar nicht. Setzen Sie es in die Höhe? Weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen. Vielleicht kommt das erst. Na gut, weiter geht's. Schatzsuche. Also, ich finde diesmal die Patchnotes relativ durcheinander, oder? Irgendwie. Ja, Aber egal. relativ. Egal. Also man springt ziemlich hin und her. Also ihr werdet ziemliche Sprünge drinnen haben. In den Kanälen von Usnoja wurden das neue Gebiet Vergessene Kanäle von Usnoja hinzugefügt. Ja, was heißt das? Was ist ein neues Gebiet? Es steht da drinnen, Es ist ganz, warte, es ist ganz einfach. Du findest in den aktuellen Kanal, in den Kisten kann eine Schatzkarte drin Ja, sein. das lese ich gerade, ja. Die vergilbte Schatzkarte eines Und wenn du die Meisterdiebs. aufmachst, Ja. kommst du in diese vergessenen Kanäle rein. Also es gibt einen Kanal im Kanal. Ja. Oh, das ist aber nett. Eota! Das heißt, Eota, wenn es du gibt einen Kanal im rauskommst. Kanal. Ja, das finde ich cool. Lauter Frage Schatz ist drin. nur, ja, Aber Moment, da steht auch. Moment. bei, Es gibt einen Haken aber dran. mache ich das dann im Nachhinein oder mache ich die gleich Na auch warte, und es gehe gibt. dann im Da steht Nachhinein? Ablauf. Pass auf, da steht dabei, wenn die Schatztruhen in den vergessenen Kanälen untersucht, löst eine Falle aus und wird von den Bestien angegriffen. Alle Gegner müssen besiegt werden, um die Schatztruhe zu öffnen und einen Schlüssel zu erbeuten. Mit dem Schlüssel lässt sich eine von drei Abwasserschleusen öffnen. Nur eine davon gibt den Weg zur nächsten Ebene frei. Ja? Und bis zur letzten Kammer vordringen, um bis zur letzten Kammer vorzudringen, müsst ihr sechsmal die richtige Schleuse wählen. Ja, also random im random random. Ja. Das heißt, die laufen erstmal, wir müssen erstmal eine normale Karte haben, um in den normalen Kanal Ja, reinzukommen. ja. Dann müssen wir da drin die Chance haben, dass in Karte. einer Kiste die Karte drin ist. Ja. Und die musst du wieder aufmachen. Die musst du wieder auf. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Karte eine 100% Oh, Chance das hat, wird eine ob man dann Herausforderung. 100% da reinkommt. Okay. Und dann hast du da drin wieder drei Türen. Wieder Das drei heißt, vorher Wege. hattest du eine 50-50 Chance, Ja, und dann sind es 100%. drei. Und dann hast du plötzlich nur noch eine 33%ige Chance. Jo, na, nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Da wird Eota noch mehr ihren Spaß Ja, drin haben. wirst du noch mehr schwitzen. Das stimmt, ja. Tatsächlich. Ey, oder? Ich höre dich nicht. Hi, Kochi. Ich sagte, dann bin ich ja voll fertig. Ja, eben, eben, Wenn eben. ich mich zwischen drei dann entscheiden muss. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Nein, nein, das ist Nee, hast richtig. du richtig. Du Die hast Triane drei. schreibt gerade, wenn ich das richtig lese, ist der Eingang zu den vergessenen Kanälen draußen irgendwo unter Wasser. Nein, oder? Doch, das Durch die steht da Verwendung wird eine irgendwo. Stelle unter Wasser auf der Karte markiert. Okay, das heißt, du musst woanders hin oder so. Ja, es ist wie eine normale Karte. Ach so, eine Bloß, separate wo? Ah, okay.
Das ist eine separate Karte und du musst halt dann auch wieder suchen. Aber ich weiß halt jetzt nicht, ob da okay. jetzt noch also du kriegst, Chance auf gut Deutsch, du kriegst in dem normalen Kanal, der zwei Türen immer hat, wenn du Glück hast, eine Karte zu einem anderen Ethergramm, dort gehst du rein und dort sind, warten dann aber drei Türen auf dich. Ja. Oh, fuck. Okay. Na gut. Kann man die verkaufen? Die gehen sicher gut am Marktbrett, oder? Die gehen sicher gut am Marktbrett, gesehen habe. Wenn sie nicht sogar denn persönlich oder so. Das ist halt jetzt noch die andere Sache. Ja. Aber mir fällt sogar was gerade ein. Marktbrett? Marktbrett? Was kosten denn Karten? Ja, die sind schweinebillig. Die sind schweinebillig. Guck, kauft mal ein paar Karten, wir müssen dann da ran. Aber ich blätter mal weiter, steht dann weiter. Die Vergütung für die Kanäle von Usnair wieder überarbeitet. Ich glaube, dass die Drops ein bisschen erhöht haben. Das hatten wir ja auch schon bei den normalen früher, ne? Bei die, wie heißen die vorher? Ja. Die, bei den 50er. Das wurde dann auch irgendwann einmal überarbeitet und dann waren die Mats billiger. Das heißt jetzt, dieses ganze echt teure Zeug wird ja billiger werden in nächster Zeit. Das heißt, dieses Audai, oder wie heißt es? Audai? Audai? Das Kleid? Ja, Audai. Oh ja, Audai heißt das Ding. Ja. Wird dann wahrscheinlich billiger, weil die Mats einfach billiger werden davor, hoffe ich mal. Genau, Aquapolis schreibt da. Die Naxia-Seite wird dann häufiger genau, richtig, ja. Also, für alle, die das noch nicht haben, ich schätze mal, die Drop-Chance ist einfach höher. Das nächste Sender sei Gesellschaften, auch wenn es unter Gesellschaften läuft. Das Einsatzkommando wurde folgendermaßen überarbeitet. Kommandos erhalten für erfolgreiche Einsätze mehr Routine. Das heißt, die leveln schneller jetzt von null weg. Ja. Der Einsatzbeseitigung des Nichtsgesandten für den Kommandorang 2 wurde vereinfacht. Das heißt, die haben das Ding genervt. Das heißt, um den Kommandorang zu erhöhen, beim 2er haben sie das Ding genervt und die Maximalstufe wurde auf 60 angehoben. Ja. Das Einzige, die Kommandosoldaten können keine höhere Stufe erreichen als die höchste Stufe des Spielers in einer Kampf- oder Jobklasse. Das heißt also, ich muss jetzt in mein Kommando gucken, dass ich mit dem Level höher bin als die vom Kommando. Also wenn jetzt irgendwer neu anfängt und der hat nur einen auf 70, dann kann er nur die eine Klasse haben in seinem Kommando und sonst nichts anderes. Ja, sonst leveln die Dinger nicht. Ähnlich wie Gehilfen. Ist genau dasselbe. Ja. So, weiter geht's. In den neu eingeführten Operationen können Spieler mit drei Kommandomitgliedern eine Gruppe bilden und mit ihnen in Dungeons gehen, also Dungeons erkunden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das heißt, ich schleppe jetzt dann nicht nur unwissende Spieler durch das Spiel manchmal, sondern auch unwissende NPCs mittlerweile. Die Voraussetzungen erfüllen wir alle mittlerweile. Kommando ist mindestens auf Rang 2 und der Adjutant des Kommandos hat die Operation erklärt. Also da wird es eine Quest geben, oder? Schätze ich mal. Ja, aber wie muss ich mir das vorstellen? Na warte, ich lese weiter. Für Operationen geeignete Dungeons. Kann man das nicht vorstellen? Na warte, es gibt Dungeons, die sind dafür geeignet. Im Moment dieses Hatalati, also Halatali normal, Brülli, also Palast des Wanderers, 1000 Löcker von Totorak und Steinerne Wacht. Ja, was mich sehr überrascht hat, ich dachte eher auf das Dasa gedacht. Aber es macht Sinn, weil nur diese Inis, die sind doch von den staatlichen Gesellschaften. Zusammenstellung der Gruppe. Es muss sein ein Verteidiger, ein Heiler, zwei Angreifer. Also ganz normal. Man muss bei diesen Adjutanten des Kommandos die Operation einsehen. Und dann kommt eine Liste, wo du auswählen kannst, mit wem du da reingehen willst, Eota. Ja? Shinderos beschwert sich. Also ich gehe mit meinem Kommando rein. Ja. Du gehst mit denen. Also nicht mit euch, sondern nein. Ich gehe mit denen dort rein. Ja, darum sage ich ja, du schleppst dann drei NPCs durch die Inni, ja? Gibst ihnen einen Carry. Das heißt, du musst da einen Heiler raussuchen. Es kommt davon, was du spielst, ja. Wenn du so als DD spielst, dann musst du einen Tank nur mitnehmen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie tankt dein NPC? Ich bin da total gespannt drauf. Ich werde das sicher also probieren. Ich stream das. Man hat es Live-Letter gesehen. Ja. Und es hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Yoshida sich zurückgehalten hat mit dem Schaden. Es hat aber funktioniert. Okay. Der Tank hat wirklich die Agro gezogen. Okay. Er ist auch wieder zurückgelaufen, weil ein Ad auf den Heiler losgegangen. Okay. Also wir werden sehen. Weiter geht's, dann wählt man die Kommandomitglieder aus, die dich begleiten sollen und dann drückst du auf Beginnen. Und dann bilden die eine Gruppe, so wie sonst auch. Ja. Und du kannst aber auch mögliche Befehle
in einer eigenen Leiste des Kommandomenüs anzeigen. Und es gibt vier Befehle. Angriff, Rückzug, Rückzug beenden und LB, Limit Rausch. Ja, also aber das... Aber das bedeutet, ich kann da zum Beispiel als DD mitgehen. Ja. Wenn ich den zum Beispiel leveln möchte, der levelt ja dann. Das weiß ich, nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich eben nicht, ob dein Charakter, warte, ich überleg mal. Ich lese mal weiter, es steht Strategien. Bei jeder Operation kannst du Strategien vorgeben, um das generelle Verhalten und die Schlagkraft deiner Soldaten zu beeinflussen. Also es gibt verschiedene Strategien. Das heißt, Kommandostrategie gibt's frei, also die können frei entscheiden, dann offensiv, defensiv und ausgeglichen. Okay? Aber mehr steht da jetzt gar nicht. Warte, ich scroll jetzt und ich gehe gleich wieder hoch. Nee, da steht nichts, ob du XP bekommst. Gute Frage. Gute Frage. Das wäre nämlich eigentlich cool, vor allem als DD, weil dann gehe ich nicht in Zufall niedrig, sondern gehe mit meinem Kommando und die niedrigen Inis mit meinem Kommando und muss nicht lang warten. Ja, das hat der Koji geschrieben. Find das nur gut als DD, damit man mal in eine Ini reinkommt. Ja, aber das wäre vielleicht wäre das gar, ja, das wäre cool, wenn man ein bisschen leveln könnte wenigstens. Besser als Palast. Das ist halt die Frage, wie es halt umgesetzt wird. Also, wir lassen uns, also ich werde ehrlich, ich halt bin sehr auch, gespannt also, drauf. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich werde am Dienstag wahrscheinlich die Hauptstory anfangen, aber relativ spät. Ja, habe ich keinen Stress. Im Grund, weil ich erstmal zum Beispiel das Kommando testen möchte, ja, wie das. Den 24er Raid, den will ich testen. Also zu dem kommen wir erst, aber 24er Raid. Ja. Also da lasse ich jede, sorry, so blöd klingt, ich lasse jede Hauptgeschichte liegen jetzt für den 24er Raid, ne? Ah, ich bin schon voll fickrig auf das. Sorry, aber echt jetzt. Ich möchte wieder mit 24 Leuten kloppen. Ich vermisse das. Ja, mal seit 3-0 kommst du, seit 4-0 kommst du nirgends mehr wo rein, wo 24 sich kloppen. Ja, also, außer PvP. Ja. Ja. Genau, und der Coach schreibt Dienstag als erstes Shinu X. Ja, genau, so sind halt die Prioritäten gesetzt. Ja. So, aber weiter beim Kommando. Sobald ein Soldat Stufe 51 erreicht hat, kann das Aussehen seiner Ausrüstung durch Projektion verändert werden. Ist mir wurscht, wie der rumrennt, ja, und was einen Lendenschutz anhat. Ja, Umirenia, danke für den Sub, na, danke dir vielmals. Ja, danke, danke, danke. Also ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, mir ist es egal, was die anhaben. Was sagst du, ja, General? Das ist auch wurscht, ne? Eigentlich ja, ist es komplett egal. Es sieht ja keiner. Eben, ja. Also man kann das dann glämmern. Wie bei den Gehilfen. Ja, ja. G4 Marino, servus. Ausschauen. Ja, und der Dark Hunter schreibt auch den 24er Raid, den mag ich jetzt schon. Ja, eben. Ja, ich bin auch auf das total fickrig. So leid's mir tut, ja. Kitsune, servus. So, also das kann man klemmern, egal. So, jetzt geht's weiter. Das ist wieder interessant, das betrifft uns alle. Die staatlichen Gesellschaften bieten neue Gegenstände im Tausch gegen Staatsdollar an, ja. Endlich einmal kommt was Neues dazu. Ich hoffe mal was Ordentliches. Ja, ich hoff's mal. Weil ich habe so viele Staatsdollar. Ich tendiere dazu, da neue Handwerksrezepte dazukommen, Handwerksmaterial, auf jeden Fall. Das wäre mal schön. Das wäre mal schön. Und jetzt, weil das ist, ich weiß halt nicht, wie es ablaufen wird von Sterne-Crafting her, aber ich schätze mal, wenn neue Crafting-Rezepte hinzukommen, wird auch irgendwas für Staatsdollar wieder dazwischen sein. Und genau, aber jetzt musst du genau gucken, du siehst eben einen Stream, da steht da bei 2x. Also das ist Run Reborn. Was soll denn da dazukommen? Für Teile im Tausch gegen Staatsteile? Vielleicht irgendwas für das Kommando oder so? Naja, ja, aber man muss so sagen, die komplette staatliche Gesellschaft ist 2x. Also ja, aber dann, aber okay, dann geh mal drunter, da steht, es können neue Gegenstände in Gesellschaftsprojekten hergestellt werden und es ist 2, 3 und 4. Aber Gesellschaftsprojekte gibt es erst seit 3. Du kannst aber Sachen für 2 herstellen. Weißt du? Und drum muss er echt immer gucken. Das ist halt jetzt echt nur gut zu sagen. Ja, ja. Also es wird wahrscheinlich zum Teil Handwerksmaterial vielleicht sein. Und vielleicht irgendwelche Glamour-Sachen, Möbel. Okay. Ja, das wäre cool. So Möbelzeug. PC wie immer. Ja, ja. Und für generell wichtig, der nächste Punkt. Bei Luftschiff-Erkundungen können neue Gegenstände gefunden werden, generell. Neues Zeug. Ja, das ist einmal wichtig. Das wird aber wieder lustig, weil dann darf man sie erstmal hundertfach überall wieder hinschicken und gucken, wo man was findet. Ja, absolut. Und der nächste Punkt, mega wichtig, auf den freuen sich alle. Yoda, zuhören. Dass Spieler sich nun auch als Allianz über die Gruppensuche anmelden können, wurde die Anmeldung von Allianzen für Kundungen des Diadems
von der Gesellschaftswerkstätte aus ausgesetzt. Ja, das heißt, jetzt kann man es nicht mehr fliegen. Aber das Wichtige ist, es gibt jetzt ab sofort diese Allianz über Gruppensuche. Das steht da schon drinnen. Ja. Also wir können jetzt Allianzen Cool. bilden, serverübergreifend. So habe ich es verstanden. No? Also. Ja. Oder? Ich schätze mal, das steckt da schon drinnen, hoffe ich mal. Ja. So, das nächste, der Aufreger schlechthin. Ja. Unterkünfte. Ja, als erster Punkt bitte, wegen des Hurricanes in Nordamerika wurde der Zwangsräumungstimer vorübergehend angehalten. Ja, das ist, wir. Ich habe da eh Verständnis drum, nur den können sie schon wieder abschaffen, ja, weil permanent ist irgendwo ein Hurricane oder irgendwo ein Erdbeben oder sonst was, ja, tut den Mist wieder raus, braucht kein Schwein, weil es ist eh immer ausgesetzt, Sonst ja. möchten wir das bitte in Deutschland auch, wenn irgendwann im Ja. März, April wieder das große Schmelzen Ja, anfängt und halbe ja. Städte wieder überflutet sind. Ja, also, wie gesagt, das kann man dann, ja, who cares, ja, mir ist es egal, dann den Timer wieder raus, war eine gute Idee, aber. Ich habe den noch nicht oft aktiv gesehen, so blöd es klingt. Ich habe jetzt nicht. Ich habe echt Mitleid mit allen, die so einen Hurricane haben und alles. Ihr wisst, wo ich arbeite. Ich bin selber bei der Feuerwehr. Ja, ich habe echt Verständnis für alles und man hat echt andere Sorgen als Final Fantasy 14. Ja. Und darum, ich finde die Aktion in Ordnung. Nur dieser Timer macht im Moment echt keinen Sinn. Weil ich glaube, der war jetzt wie lange schon nicht aktiv? Ewig lang nicht, oder? Ich Doch, muss. Ist er aktiv? er ist jetzt ja erst wieder aktiv Oh, geworden. der wurde wieder aktiv. Okay. Er war die ganze Zeit schon wieder aktiv. Okay, na gut, ich dachte, der ist immer noch Weil. inaktiv. Nein, Klar, es was war ja denkt am ihr? Anfang wegen dem Erdbeben in Japan, Ja, genau. wurde es ausgesetzt. Und dann, ich glaube, war das irgendwann Anfang des Jahres, wurde er wieder aktiviert, Sicher, soweit ich weiß. ich dachte, der ist immer noch inaktiv. Siehst du, so kann ich mich irren. Ich Nein. dachte, der ist immer noch inaktiv. Der ist schon. Na gut. Der ist ganz falsch schon wieder So, und jetzt. aktiv gewesen. Jetzt könnt ihr reinschreiben in Twitch-Chat Hype, ne? Hier, Wohngebiete Hype. Ein neues Arbeiterwohngebiet wurde hinzugefügt, Jurogane. Es wurde ja schon eingefügt, sie sind ja schon da. Und das ist auch der Grund, warum dieses Patch nur 6 Stunden dauert, General. Das Ding ist doch schon da. Das haben wir vergessen. Ja, Wir haben das vergessen. das Ja, hab ich ja. euch aber auch gesagt, dass ich mir Ja. nicht vorstellen den ganzen Tag, weil die Server Ja. sind schon da. Ja, aber ich Sie habe müssen gesagt, nur noch da. in der Befehlszeile, sie müssen nur in der Befehlszeile rauslöschen sozusagen, dass die Server ab jetzt wieder betretbar sind und der Häuserkauf muss Ja, aktiviert werden. aber ich sag noch zu. Und das ist einfach Ja, wahrscheinlich nur eine Befehlszeile ändern. eben. Also, ich habe gesagt, die gehen sicher wieder einen Tag dauern, weil die müssen das alles hinzufügen. Aber das Ding ist ja schon da. Die müssen das ja nur freischalten. Stimmt. Und die Umbauten machen halt in die alten Gebiete, ja. Aber gut, lesen wir mal jetzt das Offizielle dazu. Shirogane verfügt über 12 Bezirke, in denen Spieler Grundstücke erwerben können. Die passend wurde neu. Was? Dazu passend wurden neue fernöstliche Bauelemente eingefügt. Der Erwerb, und hier haben wir haben die Übersetzung schon geguckt, die englische. Hier hat, glaube ich, wieder mal der Praktikant zugeschlagen. Und zwar Grundstücke können von freien Gesellschaften oder Einzelspielern in einem Auktionsverfahren erworben werden. Interagiere dazu vor Ort mit der Informationstafel vor dem Grundstück. Unter Auktion, da verstehe ich was anderes. Ja, nämlich ich habe ein Teil. Ja, und ich habe 10, die es haben wollen, fangt mal zu bieten an. Das ist für mich eine Auktion. Und im Englischen steht das gar nicht drinnen. Also vergesst dieses Auktionsverfahren. Ja. Der General hat nur eine Theorie dazu, warum die das so nennen. Hau mal deine Theorie raus. Ja, es ist ganz einfach, weil eine Auktion gibt es auch auf umgekehrten Weg, dass es ein hoher Preis gestartet wird und dann rückwärts geht vom Preis her. Ja. Und der sagt so, ich möchte es haben, schlägt halt so früh wie möglich zu und niemand sagt, ich möchte es so billig wie möglich haben, versucht so spät wie möglich zuzuschlagen. Also dieses umgekehrt, aber ihr braucht mit dem nicht spekulieren, niemand von euch, ja. Der, wenn eins frei ist und da steht einer, dann nimmt er sich's auch. Ja, also ich kenne keinen, der warten würde und sagt, na gut, dann komme ich in 6 Stunden wieder, weil das ist um 200.000 Gil billiger. Also ich kenne keinen. Ja, ich weiß nicht. Servus, hi vom Luke, grüß dich. Ja, also hier ist ein bisschen, so, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber es steht im Englischen gar nichts davon drinnen. Ja, also. Fangen wir mal an für die FGs, was ja mich zum Beispiel betrifft oder uns. Um ein Grundstück für eine FG zu erwerben, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. Die schon ein Haus haben, die brauchen das nicht. Ja,
Das sind nur die Voraussetzungen, wenn ihr neu kauft. Ja, eben Freigesellschaft den Rang 6 haben und so weiter. Da muss man den Rang haben und und. Ja, und auch den Hauptszenario-Auftrag Misery auf dem Misery. Keine Ahnung, welcher Auftrag das ist. Ja, I don't know. Haifeng Luftfahrt sind eigentlich alle 12 Gebiete frei. Ja, alle 12 dann, ja. Für die Alle Einzelspieler, also der. plus Nebengebiete. Ja, also im Grund doppelt immer. Ja, also Hauptgebiet plus Nebengebiet. Und für die Einzelspieler sollte irgendwer es nicht wissen, ihr müsst mindestens Stufe 50 sein, ihr müsst diesen, den Rang zweiter Sturmbootsmann, zweiter Schlangenpriester oder zweiter Legionsfähnrich haben. Das war der frühere höchste Rang, also jetzt der zweithöchste, den müsst ihr haben. Und natürlich auch die Kohle. Ja, und nein, der Charles braucht keine Gilde. Weiter geht's mit den Preisen. Ja, das war eine kleine Anspielung. Wer wissen will, um was geht, guckt bitte auf Facebook bei mir auf meiner Seite. Die Preise für Grundstücke sind auf allen Welten gleich. Ja, und das ist ja mal wieder so eine Sache, weil gedacht wurde, auf stärkeren Servern wie Shiva oder Ragnarok werden die Dinger teurer sein oder sonst was. Nein, das ist nicht so. Die sind alle gleich. Ja, nicht zu verwechseln. Es gibt nur verschiedene Kategoriepreise. Und hier ist dieses Auktionsteil, steht da viermal am Tag, also alle 6 Stunden wird der Preis gesenkt, bis er nach 30 Tagen ungefähr die Hälfte hat. Also ich kenne keinen, der 30 Tage wartet. Also ich nicht. Ich würde nicht warten. Hey, oder? Nee, ich auch nicht. Ich Wenn ihr bin den aber hin sehen und habe kann, nehmen. einfach auf Kaufen gedrückt. Ja. Wenn ihr davor steht und ihr habt die Kohle, drückt's doch drauf, ja. Ah. Wenn ich sage, 30 Tage ist der halbe Preis, ich meine, das wären bei 3 Millionen 1,5, dividiert das durch 30, wie viel so am Tag fällt, ja. Ich meine, das ist Pipifax, ja, das ist nix. Zu den Preisen, da müsst ihr gucken, die Kategorien. Ja, sorry, Xenia. In 30 Tagen kriegt man auch locker diese 3 Millionen eigentlich zusammen. ja. Dark Hunter schreibt auch, die sind alle nach dem ersten Tag weg. Das dauert nicht einen Tag. Ja, ich habe heute geschätzt 30 Minuten, ja. Schätze ich Ja. mal, ja. Also, mir, aber schon inklusive die alten Gebiete. Also, die Sache mit diesem Umziehen und neu und so weiter wird in 30 Minuten gegessen sein. Ja, glaubt nicht länger, ja. Ich habe schon gelesen, ich komme erst um 21 Uhr. Am Abend, glaubt ihr, ist da noch was frei. Ja, pff, echt jetzt, ja. Um 21 Uhr merkst du nichts mehr, da sind die Kann ja nicht Umzugsunternehmen schon sein. weg. Ja, da sind schon alle umgezogen, da sind die Packer schon fertig, ja. Die Hälfte der Final Fantasy-Spieler hat sich für Dienstag freigenommen, nur um ein Haus zu kriegen. Ich hab frei. Oder wenn sie die Möglichkeit haben, kommen sie von der Arbeit aus online. Ja. So ist es. Leute, die auf dem Laptop spielen, nehmen den Laptop mit zur Arbeit, locken sich da kurz ein, kaufen das Haus und arbeiten dann ganz in Ja, Ruhe weiter. ja, ja. Alles schon gehört, ja. Zu den Kategorien, ich werde es nicht erklären, es gibt verschiedene Kategorien, das ist die Lage und Richtung Marktbrett und wo ist die Krämerklingel und bla bla bla. Da müsst ihr genau gucken, an den, am Preis sieht man es nur, ja. So wie bei uns, also ich kenne unser Kategorie Haus und das ist Kategorie 1, ja, warum auch immer, eh klar. Also ihr müsst 50 Mille hinballern, kriege aber 12 zurück von meinem Umzug, ja, das erkläre ich aber gleich, ja. Und drunter dieser Mindestpreis, ja, das ist nicht der Preis von Dienstag, sondern das wäre der Minimumpreis dieser 30 Tage. Ja, da habe ich auch schon E-Mails bekommen oder Nachrichten. Nee, das kriegst du ja viel billiger, Charles. Lies mal, da steht Mindestpreis, ja. Nein, das sind diese 30 Tage ungefähr die Hälfte. Und wenn ich jetzt nehme, sagen wir, von 50 Millionen und dann gucke ich da unten, sind es 24,8 Millionen. Ja, also das ist die Hälfte. Also der Preis gilt am Dienstag nicht. Vergesst es. Ja, vergesst es. Die oberen Preise gelten. Okay. Der Kaufpreis für Einzel- und Freigesellschaften ist gleich, ja. Wenn der Kaufpreis mit Gil geleistet wird, dass aus Real Money Trade Aktivitäten stammen können, Grundstücke und Häuser eingezogen werden, ja, ist klar. Ich meine, wenn ihr Kohle kauft und man beweist es euch, dann, ja, 10 Arsch offen, ja. Obwohl, ich habe auch schon gelesen, da gibt es Wochenbän, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Man tut sowas halt nicht. Ja. So, ich lese gerade nach ein bisschen im Stream, im Chat. Es werden sich eher wieder welche Wirt-Twinks oder FG-Twinks Häuser krallen und teuer verkaufen. Man wird sehen, Kami. Also ich habe auch einen Twink, aber ich kaufe nichts mit meinem Twink. Ja, also ich, Charles guckt wegen Haus und dann war es für mich schon wieder.
Sollte er noch nicht wissen, wie das mit dem Haus geht, ich erkläre es trotzdem. Um ein Grundstück, ein Gebäude zu richten, muss eine Baugenehmigung erworben werden. Diese befindet sich nirgends auf einem Marktbrett, ja, sondern ihr müsst im Hauptmenü auf Soziales gehen, auf private Unterkünfte, Gebäude und wähle Baugenehmigung kaufen. Ja. Er lauft nicht zu NPCs oder sonst was, der hat die nicht. Ja, vergesst es. Ja. So, Kasukuri schreibt, wer langsames Internet hat, soll schnell zu seinen Anbietern gehen. Ja, absolut. Ich frage nur kurz im Stream, hört man die Musik oder gar nicht? Weil dann mache ich die Musik ein bisschen lauter, ich finde die ganze Zeit chillig. Noch irgendwas dazu zu sagen? Ja, darf? Na, gar nichts bis jetzt, ne? Du hast ja auch ein Haus gekauft? Nö. Nö, gut. Ja, ich hatte das Glück, Xeneral hat es entdeckt. Ja, stimmt. Und ich bin hin, es standen auch ein paar Leute davor. Ich weiß nicht, was die gewartet haben oder vielleicht wollten die auch gar nicht kaufen. Ich weiß es nicht. Ich bin hin, hab gedrückt, hab gekauft und fertig. Ja, so schnell kriegt man Haus. Ja, die anderen, ich schätze mal, die haben es entweder selbst gerade gesehen und wollten das, haben es anderen Leuten Bescheid gesagt oder. Ja, so wie wir. Ja, da port ich schnell mal hin, ne? Der hat den Ring benutzt, stand neben mir und auf einmal war das Ding verkauft, haben wir gefragt, ja, oder was hast du gemacht? Ich habe ein Haus gekauft, also ich habe einen Grund gekauft. Wurde. Echt jetzt? Ja, war doch frei. Ja. Also so kann es auch gehen. Ohne Ablöse, ohne nix und fertig. Sollte jemand kein Grundstück. Ja, da habe ich mich schon sehr gefreut. Ja, sie hat immer noch eine Freude damit, die oder die richtet jeden Tag ihr Haus. Voll. Ja. Hast du auch genug Plätze jetzt? Ist ja, vor allem, es ist ein mittleres Haus. Er hat ein größeres Haus als ich. Ja, also sehr schön, sehr schön. Sollte jemand kein Haus bekommen, kein Grundstück, ja. Es ist halt so. Wir können es leider nicht ändern. Das gilt für mich genauso, wenn ich keins bekomme zum Umsiedeln oder sonst was. Dann ist es halt so. Ich kann es nicht ändern. Aber ihr bekommt die Möglichkeit, wenn euch das Gebiet gut gefällt. Und mir gefällt es zum Beispiel. Ja, es gibt auch diese Gesellschaftswohnhäuser. Ja, das heißt, dort kann man auch Wohnungen sich kaufen. Wer es möchte, ich würde es vielleicht. Ich habe zwar eins, ein Gesellschaftswohnhaus, also so eine Wohnung da drinnen, und zwar in die, eh bei uns, in unserem Gebiet, aber vielleicht ziehe ich dann dorthin oder kann man das umziehen oder kann man das additionell dazu kaufen? Steht das irgendwo? Keine Ahnung. Gute Frage. Wollte ich nämlich auch sagen. Steht das drunter? Warte, ich lese mal. Ich schätze mal, da wird dann auch wahrscheinlich. Du kannst ja maximal in einer Wohnung. Ah, hier steht es. Jeder Spieler kann maximal eine Wohnung besitzen. Spieler, die bereits ein Gebäude oder ein persönliches Zimmer besitzen, können ebenfalls eine Wohnung erwerben. 500.000 Gil. Aber es steht da noch nichts drin. Nee, zu dem kommen wir generell erst, oder? Das ist der nächste Punkt. Da blätter ich eh schon runter und zwar 2x4x. Es ist nun möglich, mit einem Gebäude auf ein anderes Grundstück umzuziehen. So, und das ist cool, wirklich, wirklich geil gemacht. Ich hoffe, das Ding funktioniert auch. Ja, ich habe schon zu Yoda gesagt, was glaubst du, drückst da drauf, der Server verliert deine Sachen und du hast dann gar nichts. Ja, dann kriege ich die Krise. Ja, ich hoffe, die haben das getestet. Ja, also, wie sieht's aus? Mit dieser Funktion können Unterkünfte von freien Gesellschaften oder Einzelspielern mitsamt allen Möbeln auf ein neues Grundstück verlegt werden. Das neue Grundstück kann in einem anderen Abenteuerwohngebiet liegen und eine andere Größe haben. Das heißt, ihr könnt up- oder downgraden. Das geht beides. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Also, ihr könnt rauf- oder runter graden. Ja, das geht beides. Daumni, danke fürs Follow. Danke dir. Danke. So, natürlich gibt es ein paar Unterpunkte. Persönliche Zimmer in Gesellschaftshäusern werden automatisch mitverlegt, das finde ich geil. Es ist nicht möglich, während des Umzugs die Art der Unterkunft. Das heißt, ihr könnt nicht aus einem FG-Haus ein Privathaus machen und nicht aus einem Privathaus ein FG-Haus. Das geht nicht. Haben auch schon ein paar spekuliert. Ja, könnt ihr knicken. Geht nicht. Ja. Wohnungen in Gesellschaftswohnhäusern können nicht mit der Umzugsfunktion verlegt werden. Hier steht das. Ja, das gehört. Okay. Also Wohnungen nicht, nur Häuser und Grundstücke. Ja, wusste ich auch nicht. Okay. Nach Abschluss des Umzugs mit dem gleichen Gebäude, nee, warte mal, nochmal. Nach Abschluss des Umzugs kann mit dem gleichen Gebäude für eine kurze Zeit, circa 5 Minuten, nicht erneut umgezogen werden. Wer will das? Wer will das? Naja, es gibt halt dann bestimmt auch die Leute, die nehmen das erst Beste.
Sehen dann aber, oh, in einem anderen Gebiet ist aber auch noch ein frei, das, was ich lieber haben möchte, gehabt hätte. Kann ja passieren. Ja, stimmt. Der Lestax schreibt gerade irgendwo, hat mal wer erwähnt, man soll eventuell Sachen und so zur Sicherheit vorher abräumen. Da wär man nicht weit kommen bei unserem Haus. Ja, ich räume nicht da 400 Sachen innen und die 50 Sachen draußen raus. Wenn er was verschwindet, haben wir jetzt neu gecraftet. Ja, dann craften wir es halt neu. Ja, ich reg mich da nicht auf. Ja, who cares. So, berechtigte Spieler. Aber sie haben doch beschrieben, dass nichts verschwunden geht, wird, oder schon? Nein. Es wird alles mitsamt allen Möbeln verlegt. So, das heißt alles. Copy-Paste. Ja, am Server. Copy-Paste macht er. Ja, der nimmt das ganze Zeug, copy und pastet es darüber. Ganz einfach. Ja, Ctrl-C, also Ctrl-V. Lampe und so weiter, ne? Alles, Ctrl-C, Ctrl-V macht er. Halt. Unten steht gleich noch mehr dazu. Ja, also wir gucken. Ja, Ablauf. So, der Ablauf. Na Moment, berechtigte Spieler. Zuerst, ja, bei den FGs ist es das Mitglied, das das Recht Kaufrückgabe des Grundstücks hat. Ja, also der Chef, ich, ja. Das hat nicht der Xenara oder sonst. Nur der Chef, ja, außer ich würde es ihnen geben. Ja, aber das Recht hat nur der Chef. Bei uns in dem Fall, ja, und der Chef, der wird es auch probieren. Ja. Persönliche Unterkunft natürlich der Eigentümer und nicht der Mitbewohner. Auch klar. Kein. Aber ihr könnt nicht sagen, du bist der Mitbewohner, mach du das für mich. Ja, das geht nicht. Ja. So, und da schien der auch geschrieben, du meinst wohl eher Ctrl-X. Ja, so ja, Cut and Paste. Das stimmt, ja. Cutten und einfügen. Ja, nicht stehen lassen. Stimmt. So, Ablauf. So, wir gehen das jetzt mal durch. Der Erwerb des, weil ich glaube, das ist relativ wichtig für sehr viele, oder? Schreibt mal rein, ob das wichtig ist. Aber ich glaube, mit dem Thema befassen, glaube ich, sehr wichtig. Dieses Housing. Aber ich mal ganz kurz Keramik. Ja, geh mal, genau. Das ist also, ich lese mal vor. Der Erwerb des neuen Grundstücks. Ja, es ist nämlich, den Leuten gefällt das, wenn ich ihnen vorlese. Ich kenne die. Die sitzen daheim und sagen, haha, der Charles liest es vor. Weißt du? Also. Der Erwerb. Ich sag dir was, das ist doch gut so, weil ich meine, ich spiele jetzt ich höre dir zu und wer über alles informiert, ich finde das gut. Ja, also die Yoda macht jetzt nichts anderes, als sie im Stream macht, die hört mir jetzt auch zu. Die zockt nämlich, wo bist du gerade? Ich bin gerade in Brülle schwer. Ja, also meine Frau ist am Zocken, macht XP, ja, und lass mich arbeiten hier. Ja. Servus Lilly, grüß dich. Ja, einer muss ja. Und Sternchen arbeiten. Ist frech, die schreibt, seit wann haben Chefs Rechte? Ja, ich habe auch das Recht, dir die Rechte zu nehmen, zum Beispiel. Ja, also aufpassen. Na, dann kannst du nicht einmal mehr eine Blume pflücken im Garten. Ja? Siehst du, Entsalzungskur ist da sehr, was er schreibt, Sam, ich spiele auch und höre dir sehr genau zu. Ja, das passt. Ja. So, und somit, der Erwerb des neuen Grundstücks und der Umzug können beide an der Informationstafel des neuen Grundstücks getätigt werden. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwo hin und her, nur zum neuen. Es ist nicht erforderlich, vorher das alte Grundstück zu räumen, ganz wichtig. Nach vollzogenem Umzug erhalten die Mitglieder der freien Gesellschaft oder Mitbewohner eine entsprechende Nachricht. Ist aber nett, oder? Ja, das ist gut. Leo Jin ist da, servus, grüß dich. Das finde ich sehr nett. Ich gucke nur gerade, mein Handy vibriert dauernd, aber unser VPN läuft wieder, habe ich gesehen. So, weiter geht's. Den Umzug von Gesellschaftshäusern können nur Mitglieder mit dem Recht Rückgabe, hier steht's nochmal, mit dem Recht Kauf und Rückgabe des Grundstücks durchführen, also, so wie bei uns jetzt der Chef, ja. Charaktere, die sich während des Umzugs in der Unterkunft befinden, werden automatisch nach draußen befördert. Das finde ich geil. Stehst du vielleicht gerade bei in der Krämerklingel und auf einmal stehst du im Garten, ja, oder den nicht mehr vorhandenen Garten, ja, das heißt, da schmeißt die raus, ja. So. Hier sehen wir dann das Bild. So sieht es aus. Und ich würde jetzt schon gern draufklicken. Ich hätte die Maus schon drüber kaufen. Ja, aber das ist, glaube ich, nur ein kleines. Das will ich nicht. Ich brauche ein großes. Ja. Das heißt, ihr geht da hin und der Diota kennt das schon. Der hat das letztens mitgemacht. Dann poppt einfach ein Menü auf. Da steht der Preis. Es ist echt, glaubt mir, das Ding ist echt total, servus, WP gesehen, aber das ist total unspektakulär. Ihr klickt da drauf, es kommt das Menü. Da drückst du auf Kaufen, dann sagt er dir, okay, als was willst du es verwenden? Für mich selbst oder eben zum Umziehen, wenn du was hast. Und dann fragt er dich, willst du das wirklich? Und dann drückst du okay und das war's. Es ist total unspektakulär. Wirklich, es passiert nichts. Es gehört euch dann einfach nur. Das ist total unspektakulär. Ich war enttäuscht. Ich dachte mal irgendwie, da gibt's eine Fanfare oder ich kriege einen Kuchen oder keine Ahnung, gar nichts.
gar nichts passiert. Konfetti fliegt durch die Gegend. Ja, ja, Kesona ist da, servus. Gar nichts passiert. Total langweilig Haus kaufen, ja. Nachher ist aufregend, ne? Und, ich meine, mir ist es so gegangen, ich weiß nicht, wie es anderen geht, ich konnte selber nicht glauben, ich habe dann nochmal diese Tafel angeklickt, weil ich geglaubt habe, das hat nicht funktioniert, weil da hat es ja nichts getan und dann steht dort, dass es eh schon im Besitz von mir ist, ja. Und ich war dann total überrascht, dass es wirklich geklappt hat, ja. Also, ist total unspektakulär, ich kann es euch sagen. Nachher, das ist viel wichtiger alles. Ja? Für die, die umziehen, 30% des Mindestwerts des alten Grundstücks wird auf den neuen Kaufpreis aufgerechnet. Ja? Das heißt, so wie bei mir zum Beispiel, ich habe für mein, ich rechne es jetzt in runder Summe einfach. Ja? Ich habe für meines, für die FG 40 Millionen bezahlt. 30% sind 12. Ja? 4, 8, 12. 12 Millionen. Das neue kostet 50. Ja, so. Das heißt, ich ziehe jetzt von den 50 12 ab. Das heißt, ich zahle für mein neues Haus nur 38. Fertig. Aber darf ich dich jetzt ganz kurz unterbrechen? Du hast jetzt gerade gesagt, 30% vom Mindestpreis. Ah. General, wir haben einen Denkfehler. Das ist nicht vom gesamten Preis, tatsächlich. Sondern vom Mindestpreis. Also nur von der Hälfte 30%. Was für Ärsche. Ja. Adiota hört, du hast mal beim Rechtsanwalt gearbeitet, man hört. 30% des Mindestpreis. Das heißt, ich krieg, warte, ich muss rechnen. Das heißt, der Mindestpreis war bei 20 Mille. Das heißt, das sind nur 6, die Hälfte. Na, das ist so eine Sauerei. Der Haifung, du schreibst, Jota 1, Charles 0. Ja, ich weiß, ich habe ein T-Shirt, da steht drauf, ich brauche nicht Google, ich frage meine Frau. Ja, ich habe so ein T-Shirt, wo das draufsteht. Ist kein Scherz. Servus, Tora. Jota hat recht. Du bist ja ein Fuchs und du zockst noch. Was denn? Entschuldigung. Was ist denn? Ich wollte nicht zwischenreden. Was ist auch weh? Nein, stirbst du? Ja, du zockst nebenbei. Ja, okay. Sie ist bei Brülli schwer, hört man. So, Kosten. Endpost, und hier steht, hier steht es auch nochmal. Also, der Umzug ist kostenlos. Das wäre es, wenn das auch noch was kostet. Ja. Merkurin schreibt im nächsten Stream, soll ich das mal anziehen? Mache ich. Ja. Soll ich es gleich anziehen? Nein. Ich könnte es in der Pause anziehen. Ich gehe dann nicht rauchen später. Ich quassel mir den Mund voll. So, der Umzug selbst ist kostenlos. Es muss nur das neue Grundstück erworben werden. Das alte Grundstück wird automatisch verkauft. Der Verkaufspreis beträgt 30% des Mindestpreises. Tatsächlich, die Jota hat tatsächlich recht. Ja, meine Frau hat recht. Ja. Aber wir haben echt heute einen Denkfehler gehabt, ne? Gesehen aber, peinlich. Wir haben vorher noch Probe gerechnet. Verdammt. Naja, gut, ich hatte auch nur im Kopf, dass man 30%. Ja, das, genau, 30% des Preises, das habe ich im Kopf, aber das Mindest, das habe ich irgendwie, Kleinigkeit, kleines Wort. So, weiter geht's. Und hier, wegen diesen Umzuge, oder? Bist noch da? Oder Post ja, an? Ja, ich bin da. Okay, die im Haus platzierten Möbeln werden automatisch in ein Lagerhaus verlegt und können nach dem Umzug neu platziert werden. Das heißt, der nimmt nur euer Zeug und schmeißt es in ein Lagerhaus. Das Ding ist leer. Das heißt, nicht damit rechnen, ihr geht dann in das Haus rein, da steht die Krämerklinge und sonst was. Nicht. Das Ding ist leer. Okay? Oh Mann. Ja, Jota. Am besten ist, du machst Screenshots, ja, wie dein Haus aussieht innen, dass du weißt, wie du es wieder hinstellst. So, jetzt kommt es also, aber. Wir haben es schon bei uns gehabt. Ja, sorry. Bei uns schon sogar einig. Wir stellen erstmal nur das Notwendigste erstmal wieder hin und alles andere machen wir dann in Ruhe. Ja, Krämerklinge und Friseur. Ne? Und Reparateur. So. Weiter geht's. Es gibt aber eine Höchstgrenze für Gegenstände, die eingelagert werden können. Sie sind für alle Häusergrößen gleich. Und das verwirrt mich. 400 Möbel und 40 Gartenmöbel. Wie viel hat unser großes? Hat 400, oder? 400 Plätze. Xenowal, oder? Ja. Okay, aber Diota 200, der hat ein mittleres. Warum braucht die 400? Nee, warte. Hier steht 440. Unten steht wiederum, eine Hütte hat 220 Gartenmöbel. Kommt das später, oder was? Okay, na warte, ich lese mal weiter. Ja, das kommt nämlich nochmal später. Darum okay. Verstehe ich es nämlich gerade nicht. Vielleicht haben wir schon wieder mal, vielleicht hat da unser Praktikant wieder zugeschlagen. Aber wir lesen weiter. Die Höchstgrenze für Umzüge ist an die Höchstgrenze der platzierten Gegenstände in Residenzen angepasst, so wie unser Haus. Darum frage ich, wir haben 400. Na?
Und somit reicht der Platz im Zeitpunkt der Veröffentlichung von Patch 4.1 jedenfalls für Umzüge mit Gebäuden aller Größe aus. Okay? Das ist einmal, für mich ist nur wichtig, wir können alles mitnehmen. Ja? Was auch wichtig ist, der, was, ich weiß noch nicht, wie das menütechnisch aussieht. Ja? Wie man das anwählt. Nur, da steht auch Miniatur-Ätheriten und Chocobo-Ställe werden automatisch im neuen Garten abgelegt und nicht eingelagert. Und das ist ganz wichtig, weil sonst kannst du dir nie importen oder irgendwas machen. Das heißt, der Ätherit steht schon mal dort. Und die Chocobos gehen auch nicht verloren. Weil sobald der Chocobo-Stall ja weg wäre, sind die Chocobos weg. Also, oder nicht mehr drinnen. Ja, dann kannst du sie wieder irgendwo rausholen. Ja. Und so sieht es dann halt aus. Der Ätherit erhalten. Ich habe dir gerade mal den englischen Beitrag in Discord gepostet. Okay, warte, ich mache den mal auf. Warte, ich muss Discord aufmachen. Ich bin kurz auf. Ja. Ach so, the limit of the plots were temporarily increased as follows. Das steht da nicht drin. Aber ich weiß nicht, warum sie es erhöhen. Also im Englischen steht drinnen, while the limit of stereo rooms is normally depend on plot size, also was normal abhängig ist für die Größe des Hauses, the limit of all plots will temporarily increase. Das heißt, im Grunde, beim Kleinen kriegst du auch einen Lagerraum mit 400, aber nur der Lagerraum. So steht es im Englischen drinnen. Ja, nein, ich weiß jetzt, was es... Also, wir hatten es halt ja in den Patchnotes schon gelesen. Und es ist halt so, wenn du ein großes auf ein kleines umziehst, zum Beispiel. Du hast aber halt deine 400 Möbel drin. Ja, aber ein kleines hat nur eine Lagerraum von 100. Ja. Oder ich ziehe jetzt ganz extrem, wir würden von unserem riesigen in ein kleines ziehen. Da habe ich ja 300 Sachen zu viel. Ja. Richtig? Ja. Das heißt, es hat die Größe von 400 mal 40. Ja, aber ja. Okay. In Wirklichkeit hat da ein. Deine Wohnung halt ein kleineres Lager. Passend, auch reinpasst. Okay, dann macht Sinn. Okay. Ja, dann ist okay. Das passt. So, Außenelemente. Also da steht auch noch, Möbel aus persönlichen Zimmern werden nicht eingelagert. Und die erscheinen wie zuvor im neuen Zimmer, das ist klar. Weil das Zimmer ist ja immer mit dem Charakter verknüpft und nicht mit dem FG-Haus, ne? Weil dieses Zimmer im Hintergrund ist ja mit dem mit deinem Charakter verknüpft und nicht mit der FG. Genauso wie dieses Wohnhaus, wo du reingehen kannst. Das ist ja mit deinem Charakter verknüpft und nicht mit irgendwas anderem. Ja. So, weiter geht's. Wenn die Höchstgrenze überschritten ist, können keine neuen Gegenstände eingelagert werden, das ist klar. Außenelemente. Bei dem Umzug in ein anderes Wohngebiet werden Außenelemente automatisch an die neue Umgebung und die neue Gebäudegröße angepasst. Es sei denn, sie sind unabhängig von der Umgebung, zum Beispiel die Peiserwand. Das heißt also, wenn ich jetzt ein kleines Haus habe, ich kaufe mir ein großes, habe ich dann nicht automatisch eine große Peiserwand. Ja? Richtig? Doch, hast du. Ist auch sicher? Warte. Lest mal etwas weiter unten. Da haben sie die Beispiele. Ah ja, tatsächlich. Die sind unabhängig von der Umgebung. Aber da steht doch, es sei denn, automatisch. Okay, das widerspricht sich. Es werden nur die Standardhäuser. Ja. Die werden in die passenden Designs umgeändert. Ja, okay. Aber wenn du eins hast, was du halt im Gildenhaus. Ach so, dann das ist aber cool. Wird halt übernommen, aber an die Größe angepasst. Ja, aber das ist dann chillig. Da sparst du echt eine Menge Craften. Finde ich gut. Um ehrlich zu sein, wenn du vorher ein kleines Haus hattest und gehst ja, so wie ich jetzt. Wenn ich mein kleines zum Beispiel, mein privates umziehen würde, jetzt auf ein riesiges, wird aus meiner kleinen Karfunkel ein großes Karfunkel. Ja? Ja. Ja, na nicht schlecht, nicht schlecht. So, Innenelemente werden auch automatisch angepasst. Bei dem Umzug, die Triana will runterkommen. Nein, weil bei 3 ist es wieder echt kompliziert, Triana. Bei 3, das habe ich letztens mitbekommen. Wir haben es schon einmal gemacht. Das nächste Mal bist du dran. Bei dem Patch 4.2 kannst du da mitreden. Ja. Innenelemente erscheinen automatisch in der neuen Unterkunft. Das haben wir schon. Ne, das haben wir noch nicht. Die Innenelemente erscheinen automatisch bei einem Umzug in eine kleine Unterkunft. Wegen den Zimmern reduziert sich aber die Anzahl der angebrachten Innenelemente. Ja, das ist klar. So, die folgenden Objekte oder Einstellungen werden unverändert übertragen. Persönliche Zimmer ist klar. Luftschiffe ist klar. Einstellungen, ja, das wäre schick, wenn sie es bitte so lassen, ja, für WGs.
Werkstätten und Chocobos im Stall. Und das ist auch wichtig, die Chocobos, ne? Ich meine nicht, dass du jetzt erstmal alles rausräumen musst und sonstiges, ne? Sonst hast du echt ein Problem. Ja. Dann ist vielleicht einer nicht online von deiner FG seit 3 Wochen, dem sein Chocobo steht drinnen. Ne? Und dann kannst du nicht umziehen, ja? Also da haben sie echt... Da muss man ihn rausschmeißen. Ja, da muss ihn zuerst das FG schmeißen, dass das alles raus ist, ja? So, und hier, tada, natürlich, wenn der Umzug vollzogen ist, kann das alte Grundstück wieder von anderen Spielern erworben werden, ja? Und jetzt mal ehrlich, haben wir jetzt raus mit den Geheimnissen, aber das ist eh kein Geheimnis mehr, ja? Auch die Alten werden echt schnell weg sein, ne? Weil ich weiß genug Spieler, die sagen, pass auf, ich will umziehen, ich renne jetzt ins neue Gebiet, du stell dich zum Alten hin, ja? Das heißt, es wird echt schnell weg sein alles, das befürchte ich leider, ich habe echt schon Angst davor, ja? Das ist echt heftig, oder? Genau. Ja, also. Ja. Sie werden sich schlagen. Werden viele Leute machen. Sie werden sich schlagen. Ja. So, weiter geht's. Weitere Hinweise. Und zwar, wenn die Unterkunft seit 30 Tagen nicht betreten wurde, ist kein Umzug möglich. Was heißt das? Du musst einmal drin gewesen sein. Ja, reicht es jetzt? Ja. Meine Zwangsräumung war 45. Aber es reicht es nie. Aber Moment, es würde reichen, ich logge mich ein, gehe in mein altes Haus und dann gehe ich wohin. Dann wird es reichen. Aber dann ist die Zeit eh rum. Ja. Okay, dann ist die Zeit eh rum. Dann ist es schon zu spät. Ja, dann ist es eh zu spät, das stimmt. Das stimmt. Mit dem Umzug wird die Zeit bis zur Vorhangsräumung automatisch zurückgesetzt, ist klar. Aber es gibt jetzt eh keine, weil die ist ja ausgesetzt. Das steht da oben. Ja, also da vorher, da hinten. Ja. So, die Anzahl der platzierten Möbel und Gartenmöbel kann über das folgende Menü eingesehen werden. Und das ist jetzt auch, ist es neu mit diesen, wie viele schon stehen? Ist das neu? Ja, das ist neu, das platzierte Möbel. Ja, weil früher müsstest du immer ins Baumenü gehen, oder? Ja. Da stand es früher, ne? Cool. Das heißt, du kannst das jetzt auch halt sehen, wenn du außerhalb... Ja, finde ich gut. Finde ich gut. So, weiter geht's hier mit 2x für alle Unterkünfte, Hüttenhaus, Residenz, also Small, Medium, Large. Wohnungen und persönlichen Zimmern stehen nun ein Lagerhaus zur Verfügung. Und das haben wir noch nicht, das müssen wir jetzt gucken. In dem Möbel und Gartenmöbel eingelagert werden können, zum Beispiel bei einem Umzug. Das finde ich praktisch, weil ich habe ja echt gesagt, genauso wie der General, wir haben alle Millionen Zimmer irgendwo, wo Zeug drinnen steht, oder? Und Leila auch und die Triana auch, ja. Ja. Ich kann meine Abstellkammer nicht mehr zur Abstellkammer dann machen. Das stimmt, ja. So, auch Gegenstände, die in der alten Unterkunft bereits platziert wurden und nicht ins Inventar zurückgelegt werden können, lassen sich im Lagerhaus aufbewahren. Sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr schick. Das heißt, so wie die Garuda-Couch, die konnte man, musste man ja damals abreißen, glaube ich. Ja, oder auch den Luster, ne? Mogri-Luster und so weiter, ne? Konntest du da nicht, sobald das ist unten. Das weiß ich wiederum jetzt nicht. Ich hoff's mal. Weil das ist ja. Bebe. Weil der Kronleuchter ist ja in dem Sinn kein Möbel. Ja, stimmt, ist ja Baudingens, ne? Heißt's ja. Ja, stimmt. Das ist noch ein Unterschied. Ja. Na gut, aber viele, oder das, so wie die ganzen Gerber-Sachen oder Küche und so weiter, das kannst du jetzt alles wieder zurücklegen. Das ging ja früher nicht, ne? Ja, einmal weg, oder, immer weg. Oder Nahrungsmittel wahrscheinlich oder so. Aquarium, oder? Aquarium konntest du zurücklegen ins Inventar. Aquarium ging. Überleg grad, was abgerissen worden. Ich gucke jetzt so, maximale Lagermenge. Okay, das ist 100, 200, 300, 400. Und zwar, das war Zimmer 100, ist klar. Die Hütte, also ein Small mit 220 Gartenmöbel, also 200 innen und 20 genau außen. Das ist die Menge, die du auch platzieren kannst. Jetzt auch. Das normale, das Medium ist 30, 300 und die Residenz 40, 400. Ja. Genau, der Kronleuchter, ja, schreibt die Triana. Der zählt als Innenrichtung und wird übernommen, der Kronleuchter. Doch, okay, na dann passt doch. Aber ich glaube, das steht unten weiter drinnen noch, da kommt das nochmal. So, und hier steht, folgende Spieler können das Lagerhaus benutzen. Und hier muss ich dann euch wieder Rechte begeben. Müsst ihr ja wieder Rechte geben. Ne, das habt ihr schon, zum Aufstellen von Möbel berechtigt. Ihr könnt dann immer in dieses Menü rein. Das ist okay. Persönlich Besitzer und zum Aufstellen von Möbel berechtigt. Persönliches Zimmer nur der Besitzer ist klar und bei der Wohnung auch nur der Besitzer der Wohnung. Das ist auch klar. Und so sieht es dann aus. Und hier ist es rechts. Ah, okay, also zu unserem jetzigen Baumenü oder zu unserem jetzigen
Menü, wo man sieht, was drinnen steht, kommt rechts dieses Lagerhaus, dieser Wagen, dieser Karren. Den sieht man, ja, der kommt dazu. Yep. Coole Sache. Außerhalb der Unterkunft sieht es genauso aus. Hier der Karren. Ja, sieht man eh. Man sieht eben eine Maus im Stream, ja, sieht man ja. Das heißt, hier, das kommt dazu. Und dem Bildschirm leert wurde der Modus Einlagern hinzugefügt. Okay, also verschieben, drehen, ins Inventar legen und einlagern. Die Möglichkeit gibt es dann. Vor dem Platzieren von Möbeln im Lagerhaus kann man eine Vorschau ansehen. Wählt man einen Gegenstand im Lager aus, erscheinen Fenster, in denen man ihn verschieben und rotieren kann. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Einige Einrichtungsgegenstände. Ach so, hier steht es jetzt. Einige Einrichtungsgegenstände können mitsamt ihrem Inhalt ins Lager gestellt werden. Das finde ich interessant. Dort kann man diese enthaltenen Gegenstände im Fenster Inhalte anzeigen nochmals überprüfen. Aquarium, Gemälde, Raumteiler, Vasen, Blumenkorb, Beete, Beet, Ätherradständer und Unterkunftsgehilfe. Also im Aquarium kann das drinnen sein. Ätherradständer finde ich schön. Ja, und Aquarium. Dann kann man das. Weil. Dann werde ich nochmal ein großes Ätherrad machen, dann kann man es halt wirklich zwischendurch irgendwo als Deko hinstellen und ja. Muss es nicht jedes Mal wieder neu auffüllen. Ja, eben. Das finde ich cool. Das ist cool. Und was ich schön finde, die Gehilfen, die man aufstellen kann. Ja. Ja, und Inhalt anzeigen. Die reißt du halt ja sonst ab. Die reißt du ab. Genau, diese Gehilfen, ne? Das stimmt. So, aber weiter geht's nicht. Lagerbare Möbel, und das hat man zuerst schon. Der Ätherit und der Chocobo-Stall, die kann man nicht lagern. Das hat man zuerst schon, ne? Das war ja schon. Darf ich noch einmal dazu reden? Bitte. Das heißt, Gehilfen, die im Garten stehen, verschwinden dann? Die sind weg? Nein, nein, oder die gehen schon mit. Oder kommen die auch mit? Nein, die gehen mit. Die geht schon mit, die Pupsi. Ah, okay. Die Gehilfen, die du dann halt im Garten stehen hast, die werden halt ins Lager, oder die Rolle wird ins Lager gelegt und die kannst du dann halt wieder neu rufen. Ah, okay. Ja, ja. Das habe ich nicht mit. Ja. So nee, verstehe ich das dann. Ja, ich auch. Ich auch. So, dann war hier noch die Lagerung bei einem Umzug von zum Beispiel einer Residenz mit 400 platzierten Möbelstücken in eine Hütte mit einer Kapazität von 200 wäre im Lager der Hütte nicht genug Platz. Nur deswegen gibt es dann die 400, ne? Deswegen haben sie das gemacht. Ja. Ja, okay, deswegen 400. Ja, macht Sinn, ne? Macht Sinn. Was da, dafür hast du halt dann eine Ausnahme, dass du es überschreiten kannst, sonst geht's. Ja. Warum hier Französisch drinnen ist, weiß ich nicht. Ja, warum die hier ein Ranger, Dans, Lane, Trepotis, ja? Weiß ich nicht. Und ein Retiré, ja? Ja, da hau ich mal Französischkenntnis wieder raus. Ja. Das heißt Store und Remove. Okay, ja. Also lagern und entnehmen, das heißt, ja. Du kannst halt auch über das Fenster sozusagen Rechtsklick drauf machen, ins Lager tun oder halt in sein Inventar zu. Ja, siehst du, der Lestax schreibt Frage. Frage ist, ob die Gehilfen mit dem Klemmer, in dem sie platziert wurden, oder mit dem aktuellen wieder platziert werden. Schon mit dem Klemmer. Die nehmen das und nehmen die einfach mit. Ja. Das ich denke mal man schon. Man kann die Gehilfen, die man aufstellt, echt, wo man die Standardgehilfen. Ja, ja. Hier das finde ich sehr, sehr lustig, und zwar der Unterkunftsbeamte in den Wohnhäusern geben nun Auskunft über den Umzug und das Lagerhaus. Ja, finde ich interessant, ja. Nur geht nicht am Dienstag hin und lest es zuerst mal, was ihr auch zu sagen habt. Ja, dann seid ihr auch zu spät. Ja, ist besser, ihr lest es so. Ja, das ist halt wirklich jetzt nur dafür gedacht, dass man auch in Spiel informiert wird. Ja, genau, so ist es. Ich werde jetzt einen kurzen Cut machen. Ich muss kurz, wohin? Nämlich, es geht jetzt weiter. Ich markiere es schon mal, in allen Wohngebieten kann man in bestimmten Gewässern nun schwimmen. Ja, viele haben nicht mitbekommen, was mit den alten Gebieten ist. Und das schauen wir uns gleich an. Dranbleiben auf Twitch. Sorry Xenarol und sorry Ota, ich muss kurz mal wohin. Bin in 2 Minuten wieder da. Ja, kein Problem. Ja? Ich lasse inzwischen die Musik. Ja, ich bin gleich wieder da.
So, wieder da. Hört ihr mich? Bebe. So, und wie versprochen, ich habe mich umgezogen. Auf meinem T-Shirt steht, I don't need Google, my wife knows everything. Ja, so sieht's aus. Ja, so, jetzt kann ich weiter streamen. Ja, ich habe mich wirklich umgezogen, oder? Echt? Ja. Ah ja, alles weiß ich. Aber so wie du sagst, ich habe beim Rechtsanwalt gearbeitet und da hat man dann halt, liest man auch manchmal zwischen den Zeilen. Ja, also sie lachen jetzt alle im Stream. Ja, nee, tatsächlich. I don't need Google, my wife knows everything. Ja, so sieht's aus im Schneckenhaus. So. Okay, weiter geht's. Also, was bei vielen untergegangen ist, Gustav, wie geil ist das denn? Die freuen sich alle, der Merkurien freut sich auch. Ja, ich bin ja immer präpariert für sowas. In allen Wohngebieten kann man jetzt in bestimmten Gewässern schwimmen. Ja, und zwar, die Gebiete werden umgebaut. Und zwar wirklich, wirklich schick. Ja, also ich habe dann, glaube ich, gar nicht so den Bedarf, dass ich umziehen muss. Als Privatperson zum Beispiel. Man kann auch dann schwimmen. Und ich glaube, die passen auch sonst einiges an in den alten Gebieten, so wie ich es gesehen habe. Oder, Xenol? Oder? Ja. Ja. Also ich bin in dem Gebiet, was ich jetzt zeige. Ja, also ich freue mich. Ein paar Bilder gesehen. Ja, ich laufe ja täglich, wenn ich zur Krämerklingel laufe oder zum Marktbrett, springe ich ja durch diesen Pool demnächst. Ja, also da freue ich mich schon. Und es wird Strand geben und so weiter. Also das haben sie jetzt schon cool gemacht, ja. Also, ja. Also, cool. In Limsa verändert sich nichts. Ja. Das bleibt so, wie es ist. Die größte Änderung ist halt wirklich in der Kelchkuppe. Kelchkuppe, finde ich. Also, das wird der Hammer, ne? Also, das wird wirklich schön. Also, Yoshi hat es halt auf dem Testserver gezeigt und ist dann halt wirklich in den Gebieten herumgelaufen. Also, die Kelchkuppe sah echt super aus. Du siehst ja unter Wasser diese blaue Linie, die am Rand lang geht. Ja. Sehe ich, ja. Das ist ein blauer Stein, der nachts leuchtet. Oh, ich sehe von meinem Haus direkt runter, ne? Ah, das wird der Hammer werden. Also, oh, ich freue mich. Also. Was ich gerade schade finde, dass sie halt wirklich keine Nachtbilder mit reingetan haben. Ja, schade. Aber im Stream war das, kann mich erinnern, ne? Ja. Und der Tag schreibt, Gott, weh, ich sehe dich noch einmal in den Outfits von Shisui oder vom Feuermond reigen. Haha, da habt ihr eine Ahnung, ich werde dann immer so zum Marktbrett laufen, ja, im Shisui-Outfit. So, weiter geht's, der Standort und die Anzahl einiger NPCs in den Wohngebieten wurde verändert. Das liegt halt einfach darum, weil sie das natürlich verändert haben. Jetzt verändert sich auch die Position und die müssen das angeben, warum auch immer. Ja, also es verändert sich halt, wo jetzt halt die Krämerklingel steht oder sonstiges oder das Marktbrett und der NPC und der Unterkunftsbeamte oder sonst irgendwas. Ja, das verändert sich halt, das ist halt so. Jetzt kommt was, wo der Xenia gesagt hat, leck Arsch. Alter Charles, da wird's rund gehen. Ja, neue Einrichtungsgegenstände. Oder du siehst's leider nicht, ja. Asiatischer Traum. Asiatischer Traum, ne? Ein asiatischer Traum. Echt schick. Bambus für innen, so für die Wand, wie beschreibe ich das? Japanische Wandmalerei und so weiter. Ja, Wahnsinn. Oh ja. Wahnsinn, ja. Also, Wahnsinn. Aber kann ich das dann auch zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht umsiedel, ja, kann innen, ich das auch natürlich, in das ist der innen. Kelchkuppe machen? Ja, das können wir ja wahrscheinlich wieder craften. Weißt du, das ist Inneneinrichtung, ne? Jetzt schreiben sie auch schon hammergeil, okay. Die Möbel. Neat, schreibt die Triane. Absolut, absolut. Ich bin eh so ein Asia-Fan. Ja, ich stehe auf das, ja. Da gibt es mal noch Sushi dazu oder Sashimi und so, dann bin ich dabei. Ja, also dann... Echter Traum. Aber was nicht geht, ich kann kein asiatisches Haus in einem anderen Gebiet machen. Nein, das geht nicht, weil du ja, das ist ja gebietsbezogen, ne? Das geht nicht. Aber außen, ja, das es gibt auch so Lampen und so für außen wird es geben. Also man sieht es am zweiten Bild, auch so Stehlampen, so eben diese asiatischen und, ist wirklich, wirklich schick, ja. Die Feuerstelle im Gäste, ja. Ich habe dir zwei Sachen im Discord geschickt. Genau, kannst du okay. Im Discord, weil die Jota hat ja Discord offen, die kann ja, das kann sie ja gucken. Hast du die Fotos geschickt oder was? Ja, oh. Die beiden. Oh, ja, bin ich ja, das ist schön. Ja, dann kann ich nur sagen, Gott sei Dank räumen sie das Haus dann aus, wenn man umsiedelt. Neu einräumen kann. Ja, jetzt weißt du, ich hab das so und sie lassen das so. Ja, ja. Ich
Ist naja, wirklich schick. Schauen wir mal, ob es überhaupt funktioniert. Und wenn nicht, naja, ja, dann macht auch nichts. Ja. Wird halt umgestylt. Ja, aber wirklich schön. Ja, also. Ich freue mich da und die Wände und alles. Also, das ist ja nur jetzt ein Ausschnitt, ja, was wir da sehen. Man darf das nie vergessen, dass die Fülle an Rezepten, die wird uns wieder schlagen, ja. Also, wir sehen, neue Gemälde wurden hinzugefügt, ja. Das sind jetzt natürlich die in Front, die Erosea Inkognita gemacht haben. Das ist das, was ich euch einmal erklärt habe in meinem Gilgard für Shirogane. Das sind Blumenvasen mit Herr Tomate? Wo denn? Am ersten? Das kann sein, ja. Auf den ersten? Ja, 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 das sind Blumenvasen. Blumenvasen. Ja. Tatsächlich. Ist das so? Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, aber ich gucke gerade weiter, die Gemälde. Dann Fenster wurden hinzugefügt, die man das Wandmöbel im Inneren der Unterkunft anbringen kann. Kann man jetzt sich Fenster reintun? Hast du dir die Gemälde mal ganz genau angeguckt, welche das sind? Ja. Es sind die Heavensward. Zum Glück haben wir Heavensward fertig. Ey, oder? Alter, zum Glück haben wir Heavensward fertig. Nee, ich hab nicht Heavensward. Nein, mit dir fliegen fertig. Wir den Rest noch fertig. Aber ich hab's auch fertig, Jungs, genau. Machen wir Montag. Oder Wochenende. Ich bin ab morgen arbeiten. Ihr könnt mit der Jota schnell mal die. Weil die brauchst du nicht Zeit. Ist nicht zeitabhängig, Jota. Die fliegst du. Wir hatten die durch in 2 Stunden. In 2 Stunden hatten wir die durch. Okay. Ja, wenn Xenaral das mit mir machen möchte, wäre das super. Aber nur wenn er Zeit hat. Ja, muss noch der Liste durcharbeiten. Ich hab noch zu Hause. Ja, ja. Was können wir dann wohl machen? So ist es, ja. Fragen wir noch in der Gilde. Macht es wieder mit 5, 6, 7 Leuten, so wie wir letztens. Zu 8 haben wir es gemacht. Ja, also die von Schier. Von... Das mit den Fenstern finde ich ja, aber jetzt. Genau, jetzt sind wir bei Fenster. Man kann Fenster, kann ich da Fenster reintun, so viel ich will? Und da steht nämlich auch dabei, je nach Tageszeit in Erosea fällt das Licht ins Innere. Ja, geil, oder? Was ich mich jetzt eher frage, sind jetzt alle Fenster versetzbar? Oder sind das einfach nur zusätzliche Fenster, die ich setzen kann? Ja, naja, ich nehme mal an, du kannst so versetzen, wie du willst. Weil oft, du hast das Problem, ja, oft du willst wo eine Wand hinstellen und dann ist genau in der Mitte das Fenster, oder? Achso, und Eota? Ja, sorry, kurz noch, Eota? Ja. Triana ist dabei, Kitsune ist dabei. Ja, also das sind, du fliegst nicht alleine. Super. Ja, also sind nur etliche, die dabei sind. Ja, das wäre super. Ja, wenn er auf Phoenix ist, ja, nee, dann guckt mal. Das, was mich zurzeit halt nervt, dass du halt manchmal Fenster an Stellen hast, wo du eigentlich was anderes hinhaben möchtest. Ja, und dann geht's nicht. Und das Fenster lieber etwas weiter links oder weiter rechts haben möchtest. Ja, so ist es. Man muss halt jetzt abwarten. Ja, ich habe eine. Du hast ein ganz klitzekleines Fenster in einem großen Raum. Das kann auch so ein Guckloch. Ja. Was mich mehr wundert bei dem ersten Bild, was ist denn das für ein Stuhl? Oder für ein Sessel oder wie ihr es nennen wollt? Oder der. Das wird ein neuer Sessel das muss sein, ein, der dazu kommt. Das ist kommt. Ein neuer Sessel. Das sieht aus wie das Flugmount. Ja, es sieht eigentlich aus wie dieses Flugmount, was kommen soll. Und der hat doch so, ich weiß nicht, so Knöpfe links und rechts oder so. Aber. Rotes Leder, würde ich mal sagen, irgendwie oder so. Sieht sehr schick aus, Ja. Die Bank da drunter sieht auch interessant. Die Bank sieht auch interessant aus. Das ist eine asiatische Bank, ja. Also, wird schon cool. Und natürlich, der Gegenstand kann nur an der Innenwand angebracht werden. Ihr seht das Fenster dann nicht von außen, das ist klar. Ja, und darum nehme ich an, du kannst es hinschieben, wo du willst, General. Da steht ja der Gegenstand. Das ist das, was mich halt am meisten... hoffe, dass du es halt, wie du sagst, du hast jetzt keine festen Endfenster mehr, sondern du musst die halt selbst craften und dann kannst du die selbst platzieren. Ja, okay. Flo Dattel, servus. Und die Triana denkt sich, das ist ein limsischer Sessel. Nanani, servus, das ist der Rivera-Sessel, den gibt's doch schon. Wie gesagt, ich kenne die Sessel nicht, aber es sieht durch diesen Lichteinfall vielleicht einfach anders aus. Es kann so, vielleicht gibt's den schon. Mir ist er nur aufgefallen, weil er halt wirklich hervorsticht. Ja, also nicht erschlagen, vielleicht gibt's den auch schon, vielleicht habe ich den auch schon gecraftet. Ja, das kann leicht sein. Ja, so, weiter geht's. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Auf der Stuhlseite. Ja, ich lese aber weiter. Es gibt Raumteiler, die hinzugefügt werden, Raumteiler wurden hinzugefügt, beziehungsweise werden hinzugefügt, ja, deren Aussehen man durch das Anbringen von Innenwänden gestalten kann. Also man kann diese Raumteiler dann auch im Design der Innenwand gestalten. Ja,
Also, das könnt ihr dann auswählen. Der Rivera-Sessel. Oh, ist doch der Rivera. Nanani, 100 Punkte, 1 zu 0 für dich. Ja, also den gibt es tatsächlich schon. Ja, tatsächlich. Ja. Also hier kann man das dann so machen, dass man das an der Innenwand hat. Also, ich habe keine Mogri-Innenwand und kein Chocobo und auch keine Eierwand, ja. Also, wer es will. Hm? Ja, aber es ist halt interessant, wenn du halt in deinem Haus Raumteiler rein tust, dann haben, wenn die, will ich halt gleich die passende Wandfarbe dann haben. Ja, also im Grund, es steht auch hier zur Vereinfachung, um es zu erklären, es ist eine Tapete, ja, und so heißt es auch im Menü, ja. Also ihr könnt tapezieren, ganz einfach. Okay. Sie haben auch ein einfaches Wort dafür halt gefunden. Jetzt ist halt bloß die Frage, ob Tapete. Du für jeden Raumteiler halt eine Tapete brauchst. Ja, das wäre, da hätte man echt viel zu tun in nächster Zeit. Und dann kann man das halt wieder entfernen. Ich bedenke, ja. dass manche Tapeten so eine 500.000 auf dem Markt kosten. Darum sage ich ja, wir haben echt viel zu craften dann. Ja, und du brauchst ja mal eben 6 Stück, weil du 6 Raumteile aufstellen willst. Ja, das wär's. We will see. Und musst dann 3.000.000 dafür ausgeben. Holla die Waldfee. Ja, da kann der Shop auch schon. Oh nein, verdammt, das wird teuer. Ja, wir werden uns freuen, ja. Der klingelt wieder die Handwerkerkasse. Oh, ich habe heute meine kompletten Gehilfen angepasst, dass ich alles auf den Markt kriegen konnte. Ja, es gibt jetzt, man kann nun Materiallieferanten, Trödler und Reparateure mit anderem Aussehen anstellen, indem man folgende neue Gegenstände nutzt. Es gibt den Materiallieferantenvertrag 3, Reparaturvertrag 3 und Trödlervertrag 3. Und die haben ein asiatisches Aussehen. Ja, also die stehen im Kimono da. Seht ihr es jetzt richtig? Ja, ja sehr schön. Sehr schick. Ja, das also, heißt, der Kerl im Keller wird ausgetauscht. Ja, also der Kerl im Keller weg und stellst er mit Kimono hin. Gefällt mir sehr gut. So, Lilly ist wieder da. Die Kleine liegt im Bett. Das ist schön. Ich hoffe, du hast vom Onkel Charles schöne gute Nacht gesagt. Und jetzt, ich sehe es schon, weil was ihr nicht seht ist, ich habe euer Fenster ein bisschen verkleinert. Ich lese schon unten ein wenig vor. Das ist ein bisschen gemein, aber das macht man, wenn man auch Präsentationen macht. Man liest immer schon eine Seite vor und ich lese immer ein Stückchen schon vor. Das nächste wird interessant und das ist das, was wir vorher hatten. Und zwar folgende Möbelstücke. Materiallieferanten und Gehilfen gehen beim Entfernen aus der Unterkunft nun nicht mehr verloren. Ja? Und das ist eben die ganzen Werkbänke. Das Reisetagebuch, wusste ich nicht, wurde das echt zerstört? Der Briefkasten zum Beispiel. Das wurde echt zerstört. Die Kristallglocke. Ja, ja. Ich muss bei mir den Briefkasten abreißen, aber ich habe auch nur den Standard-Mogri-Postkasten. Okay. Der ist ja nichts. Ja, aber der Mogul-Mog-Briefkasten bleibt jetzt auch erhalten und so weiter. Ja. Also ich wusste eben nicht, dass zum Beispiel die Kristallglocke ist doch der Friseur, oder? Also der Franzose, ne? Ja, alles klar. Ja. Also diese ganzen Öfen, Werkbänke, Kostbarkeiten, Kabinett, Reisetagebuch, ja, Kristallglocke. Schade für die Crafter, wir haben natürlich gutes Geld damit verdient, durch diese Abrisssachen natürlich, aber es ist okay, weil wenn ich es mir einmal kaufe, warum wird es dann kaputt? Das habe ich bis jetzt nicht verstanden, warum das kaputt werden sollte. Also, finde ich gut. Naja, und die ganzen Werkbank-Sachen sind wie so nicht wirklich gelaufen. Ja. Na gut, Werkbänke, das war echt, ich kann mich erinnern eben zu 2.0, 2.2, wo noch viele gecraftet haben, da waren die Werkbänke oft wirklich notwendig für die HP und so weiter, ja, oder das war wirklich, wirklich notwendig, wenn du gut craften musstest. Jetzt ist es eher, ja, das Ding ist mehr Deko mittlerweile, oder? Wenn du so eine Küche hast, stellst du so den also Herd rein, es ist Deko. Für die Leute, die am Leveln sind, ist es gut. Ja. Weil sie haben ein bisschen mehr HP zum Leveln, aber alles andere. Ja, also so wirklich notwendig ist es nicht mehr. So, ich setze mir ein bisschen anders hin. Weiter geht's. Also, wie gesagt, da habt ihr die Übersicht, was nicht mehr kaputt wird, was ich ja gut finde, weil das war einfach schade um das Zeug. Ja, ich zerstöre ungern was. So, neue Noten im Orchester. Kannst du dich noch erinnern, wie du da einmal einen Luster hast kaputt machen müssen? Ja, den musste ich kaputt machen. Warum war das? Zimmer? Was haben wir gemacht eigentlich? Ich kann mich nicht erinnern. Wir sind aus der FG ausgetreten. Ja, der hing im privaten Zimmer. Ja, in meinem privaten Zimmer habe ich einen Mogri-Luster zerschrottet. Ja, stimmt. Den Mogri hatte ich drinnen. Garuda-Couch habe ich geschrottet. Ja, stimmt. Das habe ich alles geschrottet. Ja. Trainer schreibt, na, wer weiß, wie du immer mit deinen Sachen umgehst, Charles, dass die immer kaputt gehen. Ja, nee, so, ich bin schon, pass schon auf drauf. Ja, wirklich. Weiter geht's mit neuen Notenrollen im Orchestrion und es können neue Früchte geerntet werden.
Und es wurden Samen hinzugefügt, ich lese schon vor, die in Blumentöpfen angebaut werden können. Ja, sieht relativ schick aus. Was das ist, werden wir sehen. Nämlich jetzt unten steht es da bei Lilien, Samen, und die können bei folgenden NPCs erworben werden. Ich schätze mal, ist nur Deko wieder oder kann man das wieder umtauschen, so wie diese Altück und so weiter, das weiß ich noch nicht. Nein, die Lilien, das sind einfach wieder Blumen, die du im Vasen stellen kannst. Einfach wieder Deko. Beziehungsweise wahrscheinlich irgendwelchen Haarschmuck wieder raus craften. Oh, freue ich mich. Sehr schön. Weil bis jetzt konntest du fast aus jedem Blumen irgendwie Haarschmuck machen. Ja, aber es ist so wie die Frikadella Shop, oh, die sind ja schön. Ja, genau, es ist einfach Optik. Ja. Zuerst hat irgendwie geschrieben, ich hab's nebenbei gelesen, ich hab's aber nicht vorgelesen, das war vor einer Stunde oder so. Das Spiel wird immer mehr zu Sims 3, ja, hat irgendwer geschrieben. Und ja, die Leute haben eine Freude mit einem Haus und mit Einrichtung und so weiter. So blöd es klingt, das ist wirklich, ich verstehe es ist auch psychologisch kann man es verstehen, man richtet sich das ein, das ist seines, man möchte sich schön machen, gemütlich, heimisch machen, ja. Ich habe da vollstes Verständnis dafür, ja. Und jeder, der auf so Sachen steht wie Blumen und schönen Teppich und die Wand, die muss 100% pipi fein muss das alles sein, ja, absolut, ich bin da genauso. Guck mal Jota an, wie lange die einrichtet. Die steht, ich weiß nicht, 4 Stunden in der Woche nur in ihr Haus und richtet irgendwas ein, glaube ich. Oder du baust was um. Ja, und ich war mega stolz, wie ich mit Triana die Krämerhauswand gemacht habe. Also zum Beispiel. Das war ja überhaupt das Ultimativste überhaupt. Ja, Hempfelschabgott, nur es gibt leider viel zu wenig Grundstücke. Ja, ich weiß. Ich weiß aber nicht, ob wir das Problem jemals in den Griff bekommen. Ja, also wir kriegen jetzt schon mal neue Area dazu mit Erweiterung und ich weiß halt nicht, wie schwer es ist, kann man nicht eine Erweiterung, eine Kopie der Kopie machen, einfach, ja. Aber wahrscheinlich nein. Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, warum nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Es ist wahrscheinlich einfach auch Fragen der Kosten und der Serverauslastung. Du musst ja jeweils immer wieder neue Server aufstellen. Ja. Ja gut, ist es so ein Problem für so einen Millionenkonzern, Milliardenkonzern wie Square Enix? Ich weiß, sollen es die Elfer verwenden? Brauchen sie eh nicht mehr alle. Ja gut, aber du musst halt rechnen. Sie haben ein Budget pro Person von 13 Euro im Monat. Ja, ich weiß. Ja, plus einmalig das Game kaufen, plus jedes Mal die Erweiterung kaufen. Was auch nicht so wenig ist, ne? Zwar nur einmalig, aber wenn du sagst, okay. Ja gut, aber da drin, sagen wir mal, für diese 50 Euro für die Erweiterung oder 40, was es jetzt waren, da ist ja auch schon mal erstmal die Entwicklung mit drin. Ja. War fast 2 Jahre. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe da auch noch nie... Jetzt zum Beispiel das nächste Teil ja schon. Ich habe auch noch nie wirklich... Gibt's da wirklich irgendwelche... Ich weiß nicht, sind irgendwelche Computerspezialisten unter euch jetzt zu gucken, die da wissen vielleicht... Oder die mal was gelesen haben, was die Entwickler dazu sagen. Sie sagen halt immer nur, es geht nicht. Oder es, weil wegen Server oder was. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Ich bin selber kein Computer-Typ, ja, der das beantworten kann. Ich kann meinen Stream bedienen, aber dann bin ich schon wieder fertig. Na, weiter geht's. Folgende Händler verkaufen nur noch. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte, will ich dich nur erinnern, General. Ja. Aber ich weiß, man kann viel skippen dann. Also die folgenden Händler verkaufen nur noch Gegenstände für Unterkünfte, ja. Das heißt, guckt auch natürlich, bevor ihr irgendwas am Marktbrett kauft, kleiner Tipp, guckt natürlich zu den NPCs wieder mal, die verkaufen jetzt einfach mehr Zeug, ja, EOTA auch, okay? Beziehungsweise, wenn man clever ist, gucken, wie teuer die neuen Gegenstände da sind. Ja. Und sie vielleicht auf dem Marktplatz verkaufen, weil viele Leute gucken da am Anfang. Ja, vor allem ein NPC. Am ersten Tag noch Geld machen. Genau, vor allem ein NPC sticht mir hier raus. Ja, und zwar, ich nehme den vierten NPC. Ich habe extra kontrolliert, nämlich für meinen Guide. Es gibt in Shirogane keinen Lieferanten, der Möbel verkauft bis jetzt. Also der irgendwelche Möbel verkauft. Und hier taucht auf einmal ein Händler, ein NPC jetzt in Shirogane auf. Es steht zwar 2x dabei, aber es ist egal. Ich weiß nicht, welche was er verkauft, das ist die Frage, aber dasselbe Zeug verkauft wie die anderen, da bin ich mir nicht sicher. Die Händler in den Unterkunftsbereichen verkaufen alle das gleiche. Okay, also dann in Shirogane, ich war extra bei dem, nämlich in Shirogane, der verkauft nur normales Zeug, wie alle anderen. Ja, also die sind dann alle gleich, okay. Neue Fische im Aquarium, neue Aquariumsfische. Natürlich wissen wir wieder mal nicht welche, weil sonst hätte man die nämlich schon vorfischen können. Aber das ist jetzt auf jeden Fall Diskusfisch. Das kann ich mal sagen, ich als alter Aquarianer
kann das mal sagen, dass es ein Diskus sein wird? Nein, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Diskus ist. Keine Ahnung, wie der Ingame heißt, ja. Oder der, das ist so ein Lippenfisch, ja, eigentlich. Ich weiß nicht, wie das Ding wirklich heißt in Game. Es wird eine neue Aquariumausstattung Piratenschätze geben, die gefällt sicher der Iota. Da steht eine Schatztruhe in deinem Aquarium. Ja, cool. Ja. Mhm. Das ist cool. Ja, also das gefällt dir sicher. Das nächste, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe zuerst schon gesagt, ich weiß nicht, warum das eher durcheinander ist. Jetzt kommt Gold Sosa. Wir springen jetzt plötzlich von Aquarium zu Gold Sosa. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Original ja, auch gut. So ist. Ja, sie. Also ich gucke das Englische, das ist genau gleich aufgebaut. Ja, jetzt werden die ganzen. Bevor ich das Bild zeige, wartet, die ganzen Mädels unter euch werden jetzt machen. Ah, ich brauch das. Ja, das weiß ich jetzt schon. Kannst du der Jota das Bild schicken, bitte, General? Ja, genau, schreibt schon die Frikadelle. Ja. Ja. Das ist doch ein Reittier, oder? Tante Jana, danke fürs Follow. Die Fest geht schon los. Ich hätte nicht gedacht, dass man das Teil im Goldsauser erwirbt. Ich auch nicht, aber die Frikadelle schreibt schon, na, ich brauch das, ja. Geht schon los. Oh, das ist ja voll süß. Nicht nur die Mädels, der Flo. Aber ich hey, weiß nicht. Ja voll süß. Ich weiß nicht, wer es gestern gesagt hat, aber jemand möchte. Lala sieht süß aus. Wie sieht ein Rogadin da drauf aus? Ja, dann wird das Ding halt dementsprechend größer sein. Also für Lala, ehrlich, mache ich auch. Ah, ja. Warte, ich kriege. Ja, genau, ihr könnt aber noch. Aber der Nono schreibt, der schreit rum in meinem Stream. Need, der braucht das meins. Ja. Lumpen ist das, ja. Der schreibt, Grundstücke sind meines Erachtens begrenzt, damit nicht jeder in seinem eigenen Keller hockt und man nicht das Gefühl einer bevölkerten Welt verliert. Das kann auch sein. Und ich habe eine Info von jemandem, der sich mit Computer auskennt und der das. Ich lese nur kurz drüber. Der schreibt, die Housing-Server brauchen zu einem komplett eigenes Backup. Und da sie nicht auf der Hauptwelt liegen, kannst du auch nicht unendlich Server dran schalten. Zusätzlich das Standardproblem, dass die Server mehr Last fahren, weil die Spieler das Gebiet ja konstant ändern. Ah. Und auf der Hauptwelt änderst du ja auch nicht durchlaufen. Ach so, okay. Ja, ja, okay, macht Sinn. Okay, das macht darum, Sinn. Darum ist es ja auch, dass Yoshida von Anfang an gesagt hat, es wird für Garten keine mehr Möbelplatz geben, ja. Weil es einfach so viel ja. Serverlast gibt. Ja, ja, ja. Also wie gesagt, hier jetzt dieses Mann, der Jota auch, oh, oder? Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wo kriegt man das? Goldsosa. Goldsosa. Gegen MGB, ich hoffe, du hast genug MGB. Also ich hab 700.000. Ich habe 700.000 noch, das weiß ich, ohne dass ich nachgucke. Absolut. Ja, es gibt auch neue Trippeldrahtkarten. Trippeldrahtkarten, ja, ganz klar, kommen immer wieder welche dazu. Also Iota, das ist jetzt. Iota, das ist ja mal ganz einfach. Sobald Scheiß dann aus dem Urlaub von seiner Arbeit zurück ist, dann zeigt er, wie man das Schokobo-Reitner macht und dann kannst du da auch dann die MGP so schnell. Aber du könntest jetzt schon anfangen, Iota, machst du deine Weekly Agenda für Gold Sosa? Hast du die schon, deine Agenda? Minispiele. Ich glaube nicht. Ja, siehst du? Ja, so. Mach ich. Und dann wurde ein Trippeldraht-Areal verlegt in Happy Halder, ja. Okay. Wobei ich gerade nicht mehr weiß, wo es vorher war. Ich glaube, innen drinnen war es, glaube ich, vorher. Ich glaube, das war vorher, wo der Zeichner ist. Okay. Ja, ich glaube, da, wo der Zeichner ist, war es vorher. Also innen im Gebäude und jetzt ist es außen. Ja, also möglich. Aber ich habe gerade die richtige Musik im... Hört man die Musik im Hintergrund? Die Sonnenküstenmusik passt gerade, ja, gefällt mir gut. Ich hoffe, meine Musikauswahl gefällt euch, meine Playlist heute. Ja. Und die Triana schreibt hinten in den Gärten war es vorher. Ach so, am Arsch der Welt war das vorher. Okay, na, da macht Sinn. So. Sehr leise, schreibt die Frikadelle. Ja, das soll ja. Eh so sein. Es soll ja, die Musik soll natürlich nicht jetzt rausknallen, das soll schon so sein. Ja, aber ich kann es einen Ticken höher drehen, das kann ich gern machen. Aber nur einen Ticken. So. Ich hoffe, jetzt ist es nicht zu laut. Gebt mal Bescheid, ich habe es einen Ticken höher gedreht.
So, und Xenaral höre ich auch noch, weil ich höre dich hier in meinem Ohr. Xenaral? Werden wir sehen. Ja, okay, ne, jetzt ist zu laut, glaube ich. So, jetzt müsste es passen. Ich möchte hier ist das. So, passt. Okay, das Spiel passt. Ja, das ist echt schade, scheiße gelegt. Ja, okay. So, weiter geht's. Die aktuelle Agenda wurde ergänzt. Ja, und zwar Agenda Wunschlieferungen. 1000 Gil. Ja, also da gibt's aber nur Gil für die Wunschlieferungen. Sonst nix. Ja, also ist auch okay. Ja. Neue Bedingungen wurden bestehenden Einträgen hinzugefügt. Dungeon, Zufallsinhalt. Und zwar ab Dienstag, Zufallsinhalt Allianzen Raid. Und da sage ich gleich was dazu. Und genauso vergessene Kanäle von Usna, hier gibt es dann auch noch. Bei dieser Zufallsinhalte Allianz Raid, du bist ja im Spiel, General, jetzt, ne? Du bist ja in-game. Wenn du jetzt mal aufmachst, Kristallturm hat 2 Tank, 2 Heil, 4 DD und dann 1 Tank, 2 Heil, 5 DD. Richtig? Bei 1, 2, 3. Genauso wie alle 3, 8... Alle 3 8-Teile haben nur einen Tank, 2 Heiler, 5 DDs. Also aus der... Aus diesem... jetzt 2? Genau, 1. 1, 2, 5. Genau, 1, 2, 5, das geht so weiter. Und die anderen sind da ja auch alles. Genau, das heißt also Kristallturm an sich mit diesen 2 Tanks, 1 Heiler, das wird auch geändert. Ganz wichtig, das kommt so unten, aber ich sag's jetzt gleich. Wir brauchen nur mal einen Tank für Kristallturm, ja. Also jetzt sollten die Tanks auch wissen, was sie machen da drinnen, ja, bitte. Wäre echt nett, ja, weil jetzt haben wir nicht mehr 2, ja. Also deswegen mussten die diese Anpassung machen, weil sonst können wir den Allianzenraider nicht anmelden. Weil wie willst du den ungleich anmelden, ja, also nur als Hinweis. So, weiter geht's. Warte mal, aber was... Es gibt einen... Soll das auch nicht irgendwas anderes bedeuten? Nein, ja, hier schon. Die Bedingung, und zwar 3 Dungeons als Zufallsinhalt abschließen, bei der Agenda gibt es jetzt den Allianzen Raid dazu. Weißt du? Du hast ja die Agenda für Dungeon, du hast Agenda für Geheiße, du hast Agenda für Prüfung nicht. Nur Geheiße und Dungeon, 13 und 13. Ja, in dem Bereich Dungeon kommt nochmal einer rein für den Allianz. Genau, richtig. Das ist den Raid, zählen die zu diesen Dungeon-Inhalten dazu. Ja. Ich wollte es jetzt gleich dazu sagen, weil sonst wäre sicher die Frage gekommen, ja, aber wie meldet man das an? Weil da brauchen wir 2 Tanks und 1 Tank, wie geht denn das? Und hier, interessant, General, dem Kapitel Stormblood, der Erosea Incognita, wurde ein neuer Zielort hinzugefügt. Was passiert dann? Was passiert dann mit unseren? Und für alle anderen, 09 im Kapitel Realm Reborn wurde geändert. Ja, das ist das, wo meine ganze FG tagelang unter General auch in der Gerber-Gilde rumgesprungen sind. Ja? Das wird geändert ab nächster Woche. Oh ja. Ihr braucht nicht mehr in der Gerbergilde rumspringen. Ja. Nono freut sich. Nono freut sich, ja. Weil Nono hat's noch nicht. Ja, du hast noch nicht? Frikadelle hat's auch noch nicht. Okay, na dann geht's jetzt. Und ich habe schon wieder eine durchsichtige Dose in der Hand heute. Ist es geil, oder? Ich kann mich voll rausschuppen, Alter. Ich schätze mal, das wird dann einfach nur oben auf den Schrank, wo wir vorher abgesprungen sind, darf jetzt dann wahrscheinlich sein, schätze ich mal. Genau. Also ihr braucht wahrscheinlich dann nicht mehr raufspringen. Ja. Also das wurde geändert. Weiter geht's mit, jetzt ist wieder was für die Damen, ja, ich sag immer, ich glaube, das ist immer für die Damen, ich verwende das jetzt nicht so, es gibt nicht so viel Emotes, was ich verwende, nämlich jetzt kommen neue Emotes dazu, welche das sind, weiß ich nicht, was ist das, Freuen oder ich freue mich dich zu sehen, Emote? Das eine ist erzählen und das andere ist Schattenboxen oder irgendwie sowas. Okay, also jetzt kann man wirklich nicht mehr nur schlagen, sondern jetzt können wir... Jetzt können wir boxen, ja? Okay, Schattenboxen und erzählen, schreibt Frikadella. Also mache ich jetzt erzählen, muss ich mich so hinstellen. Ja, also jetzt die ganze Zeit, warte so. Ja, das heißt, ich erzähle euch das. Ja, aber da kann ich meine Maus nicht bedienen, ja. Okay, und vielleicht kannst du es auch der Iota schicken, die neuen Frisuren für die Damen. Ja, sehr schick. Ja, mir steht die... Ja, aber ich komme wahrscheinlich immer zu der einen wieder zurück, ja, aber, die ich schon von Anfang an habe. Aber wie gesagt, für mich ist wieder mal keine dabei. Also ich glaube nicht, dass die dem Charles steht. Ja. Und der iPhone Lush hat wahrscheinlich nur im Shop. Ich weiß nicht, gibt es im Shop oder gerade oder in-game, das weiß ich eben nicht. Das sind die
Die neuen Frisuren basieren auf einem beim Final Fantasy 14 Frisuren-Design-Wettbewerb eingereichten Entwurf. Ein ganz schwieriger Satz. Ja. Ja. Also, okay. Weiß ich nicht. Ja, für die Damen, ob das was ist. Ja. Okay. So, weiter geht's. Und zwar, das Objekt, über das man in den instanzierten Dungeon Shisui betritt, wurde geändert. Was heißt das? Muss ich nicht mehr runtertauchen oder was? Das Objekt, über das man den instanzierten Dungeon Shisui betritt, wurde geändert. Ich wähle den eh nur an über die Inhaltssuche. Also ich weiß es nicht. Ich schätze mal, dass das da unten irgendwas geändert wird. Ja. Und was ich nicht wusste, wenn man das Eterritennetz jetzt von Kugane vollständig freischaltet, erhält man nur noch Zugang zum Luftschiff-Landeplatz. Deshalb. Sorry, Kugane hat den Luftschiff-Landeplatz. Wusste ich nicht. Ich dachte, das Ding kann ich nur mit Schiff. Offiziell ist der Turm da, aber man kann ihn, glaube ich, nicht sehen. Eben, also mir war das nicht bewusst. Ich wusste es bis jetzt nicht, dass da ein Luftschiff-Landeplatz gibt. Ich dachte, wir kommen da mit dem Boot an. Ja, ist mir neu. Trainerschaft hat es, aber den besuchst du aber nie, oder? Wir sind da mit dem Schiff gekommen. Ja. So, jetzt eine Sektion, die relativ lang ist. Ja. Ich kann wirklich nicht, es ist aber auch nicht böse gemeint. Ja, und das sage ich aber jedes Mal bei meinen Live-Letter. Da müsst ihr echt genau selber spezifisch bitte gucken. Es kommen jetzt die Änderungen Kampfsystem. Ja, und das ist was, das kann ich einfach nicht jeden Satz für Satz durchgehen. Es geht nicht. Wir sitzen übermorgen noch da. Es sind Änderungen beim Krieger. Ich mache es nur übersichtlich. Änderungen beim Krieger, Dragoon. Es werden Attacke-Werte. Lest euch das ganz genau durch. Wie gesagt, ihr seid jeder Spezialist für die jeweilige Klasse. Ja. Ich kann nur für meine Klasse sprechen. Ich werde bis zum Black Mage mal gucken. Ninja gibt's, Maschinist, Hermetiker, Beschwörer, ja, Gelehrter, Magier, Rollenkommandos. Hier wird nur was verändert, die Reaktivierungszeit wird gesenkt. Mana-Gabe finde ich cool, das finde ich wichtig. Das streiche ich jetzt zum Beispiel für die Magier raus. Die Reaktivierungszeit wurde von 150 auf 120 verkürzt. Das heißt also, ich habe einen kürzeren CD auf Mana-Gabe. Ja, Mana, die. Okay? Ganz wichtig. Bitte hier, lest es euch selber durch, bitte. Ja, auch wenn der Coach schon schreibt, RIP Red Mage und so weiter. Wurde genervt? Ich kann nur gucken, mal kurz beim Red Mage, wenn er so redet, dann muss da irgendwo ein Nerf drin sein. Ne, da ist noch gar nichts. Krieger, Prekanier, Dragoon, Ninja, Maschinist, Beschwörer, Hermetiker, Gelehrter, Magier. Ne, weil? Weiß ich nicht. Ach so, der Summoner wird übelst gebufft. Ach so, kriegt er so viel dazu? Das kann ich ja kurz mal gucken. Hermetiker, Beschwörer, Familiar, das ist egal. Trifessel, wurde verkürzt, Ruinga. Attackewert wurde gesenkt. Hä? Okay. Reaktivierungszeit verkürzt. Ätherpack, okay, wurde verlängert. Okay. Hingabe. Ist Arga, Ruin. Sehe ich jetzt nicht. Kaum glaube ich auch an, du spielst ihn halt nicht. Du kannst Ruinga halt ohne Ende casten. Ja, na klar, aber was. Ich meine. Hast du viel Mana, dass du das unendlich casten kannst? Jetzt unter uns? Glaub nicht, oder? Also ich glaube nicht, ich muss Deutsch sprechen. Also irgendwann geht auch mal das aus, ne? Also ich glaube nicht, dass das jetzt so extrem ist. Ja, und vor allem, warum du dann Red Mage sagst. Also ohne Bam, wenn Ruin gar kannst du casten, wenn du Barmutron hast, kannst du es ohne Problem. In der Barmutras verballerst du kein Mana. Ja, okay, aber wie oft hast du die? Charles, du musst mal genau lesen, warum Ruinga genervt wurde, weil Ruinka auch geändert wurde. Ach so. Ja, der Coach, der haut ja immer nur so halbe Sachen rein. Ruinka, die Aktivierungszeit wurde von 2,5 auf sofort verkürzt. Ah, also nicht mehr casten. Du brauchst jetzt nicht casten, der geht instant. Ah, okay. Darum sag ich, ihr seid die Spezialisten für eure Klassen. Oder? Also hier, glaube ich, sind dann wirklich die Spezialisten am werkeln. Ich gucke auch, ein neues Kommando wird hinzugefügt, Erhaltung. Okay, Erhaltung kommt wieder zurück. Richtig? Richtig. Mhm. Und das verbessertes Ruinrad wird verbessertes Ruinrad zu Ruin K. Ja, also das ist okay. Ja.
Agorando schreibt, ey, wie ist Final Fantasy mittlerweile so? Ich habe damals anfangs Heaven's Heart aufgehört. Ja, ich weiß. Agorando, servus. Ich find's gut. Also es ist echt der Hammer, ne? Und es kommt nächste Woche das Patch, ne? Wenn man sieht. So, wenn magische Angreifer und Distanzangreifer einen Limitrausch auslösen, sehen sie dann auch selbst den anvisierten Zielbereich. Das heißt, hier gibt es nur Optikänderungen, oder? Da ich nicht sehr häufig als Fernkämpfer das mache, weiß ich nicht, wie es jetzt gerade aussieht. Generell, was für uns? Paladin-Kommando-Schwerteid wird bei einem Logout nicht aufgehoben. Wenn du DC hast und du kommst zurück, ist er noch aktiv. Yay! Dann haben wir hier die Hilfstext. Ja, die Frage ist nur, dass er oben nicht wieder irgendwie dann nicht funktioniert. Dann buggt er wieder. Ja, das ist die andere Sache. Ja, ja, ich bin ja mittlerweile so. Ich betrete Expert. Erstmal wieder ausmachen, wieder anmachen. So, ich überlege gerade. Effekte, ich guck mal. Okay, ja. Also wie gesagt, das waren so diese Effektsachen. Hier müsst ihr echt genau gucken. Es ist echt... Hier... Es steht so viel immer in diese Patchnotes drinnen, natürlich jedes Detail, und ich weiß auch, jeder guckt halt wirklich für seinen Job. Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt für Blackmage nichts gefunden, also Blackmage, ich kann immer noch meinen Modder rausknallen, wie ich will, ja, sehr gut, gefällt mir, ja. So, aber weiter im Text, und zwar, der Dungeon, die versunkene Stadt Skala, wurde hinzugefügt, ja. Wichtig, auch für die Yoda, es gibt jetzt nur einen neuen Dungeon, Yoda. Weil es gibt jetzt immer nur bei jedem ungeraden Patch einen Dungeon und bei den geraden Patch zwei Dungeon. Ja? Okay. Aber dadurch müsste sich aber jetzt die Logik ergeben eigentlich, dass man bei Expert immer drei läuft, oder? Nicht nur zwei. Meiner Logik nach, oder? Weil wenn jetzt nur einer dazukommt, kann ich ja nicht nur einen Expert rennen. Der wird einfach zu Expert hinzugefügt. Das heißt, wir haben jetzt drei Expert Dungeons, dann haben wir vier. Genau, also cool. Finde ich gut. Aber es kommt immer dasselbe bei mir. Also, who cares? Ja. Anzunehmen, gleich wieder mit notieren. Steht nicht. Cool. Ja, das Fragezeichen gibt es dann erst am Dienstagmittag. Bevor die Dinger Bahamut-Ankündigung gekonnt überlesen. Stand die schon oben drinnen, dass er kleiner wird? Stand die schon hier, dass er kleiner wird? Ja. Das stand. Über den Dungeon steht ein Befehl drin, steht was drin. Ach so, hier. Es wurden ein Textkommando hinzugefügt, um die Größe vom Demi-Bamo zu verändern. Ach so, kommt das nicht nach unten bei System? Das habe ich da unten gelesen. Ja, Tiana, das kommt doch nochmal. Ja. Drum, System kommt doch erst. Ja. Nur weil der Ferialpraktikant hier die Copy und Paste reingemacht hat, muss ich nicht vorlesen. So. Also, hier, das erfahren wir erst am Montag, am Dienstag, wo wir hin müssen. Ja. Ich schätze mal, Hauptstory ist das. Steht auch drin, der Auftrag des Hauptstory muss abgeschlossen sein. Drum, so, das steht Hauptstory zusammenhängen. So ist es, so ist es. Das heißt, wir müssen sowieso Story spielen für diesen einen Dungeon. Okay. Hier interessant das nächste. LP von Gegnern in den Dungeons der Stufen 15 bis 49 und 51 bis 59 wurden angepasst. Heißt das auch, wenn ich level, kriege ich schon wieder mehr XP? Nein, nur die LP der Gegner werden angepasst. Es ist halt die Frage. Nicht XP. Warte, ich habe mich verlesen. LP. Die Lebenspunkte wurden. Ich habe XP gelesen. Ach, ich Trottel. Das, was ich mir jetzt gerade frage, wird Satascha noch leichter oder wird es endlich mal ein bisschen schwerer? Leichter, ja. Noch leichter muss es werden, ja. Dann kannst du echt bis zum Boss pullen, oder? So, jetzt was für die Raider. Die Raider sind dran. Prüfung Heldenlied Shinui, ja. Kommentare dazu, wir haben schon Probleme normal zu legen, wie sollen wir X legen? Ja, habe ich auch schon gelesen auf irgendwelchen Foren, ja. Ja, und wirklich, random normal ist wirklich immer noch total schwierig. Ist kein Scherz. Echt sauschwierig, ja. Echt sauschwierig. Auch das nächste finde ich interessant. So, Bedingungen, okay, fahrender Sänger wieder mal, ja. Also, ihr müsst zum fahrenden Sänger. Der steht aber jetzt in Kuganerum, ja. Nicht nach Modena porten. Kochi, was gehört? Ja. Das nächste, das findest du interessant, oder? Das habe ich auch interessant gefunden. Das werden wir jetzt einmal durchkauen kurz.
Bei folgenden Prüfungen werden einige Gegenstände nicht mehr von Gegnern zurückgelassen, sondern befinden sich jetzt in Schatztruhen, nämlich die Bate, die Schwinge und das Sephiroth-Harz. Also hier, das droppt jetzt nicht mehr random, sondern ist Loot. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Na, nicht schlecht. Also es kriegt nicht mehr random einer in der Tasche, sondern es dürfen alle sich drum schlagen. Ja, ja. Was ich auch eigentlich schöner finde. Jappa Robe, danke fürs Follow, danke dir. Heißt das aber, es ist jetzt jedes Mal dabei? Das hoffe ich mal nicht mehr. Dann ist der Preis im Keller. Das glaube nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, dass es ist so wie die Pfeifen oder so, weißt du? Das ist einfach random. Es wird random wahrscheinlich, kommt. So wie es jetzt auch schon war, ein random Drop sein, der halt dann bloß in der Kiste drin ist. Ja, ja. Denke ich auch. Ja. So, und jetzt. Jetzt die 24 Raider unter uns, ja, jetzt haben wir dabei. Jetzt haben wir der Allianz Raid Rabanastre wurde hinzugefügt. So heißt das Ding jetzt, ja. Anzunehmen, und zwar der Auftrag muss fertig sein. Es steht hier nicht leider, wo man annimmt. Leider noch nicht, ja. 1 bis 8 Spieler und aus Allianzas 24 Spielern, Zeitbegrenzung 120, Gegenstandsstufe 305. Sollten wir alle haben, ja. Malia, servus, grüß dich. Endlich, jawohl, endlich. 305 schaffen wir, oder? Ich habe 315, schaffe ich. Ja. Ja. Merkurin schreibt auch, geil, das passiert wohl auf dem Palast im 12. Teil. Genau, wir haben, jetzt haben wir heute 12, was? Final Fantasy 12. Und da hat der Ophelius, übrigens, danke an Ophelius auch für mein Profilbild, das ihr seht, auch auf Twitch, ist von Aphelius. Danke vielmals auf dem Weg nochmal für das Bild. Der hat auch gesagt, das war ja eine Welt, die nicht in dieser Welt inkludiert war. Die kann man hinstellen, wo man will. Habe ich das richtig so verstanden? No? Irgendwie sowas hat er, meine ich, von gesagt. Ja, so war das irgendwie. Und echter Spezialist, was das betrifft, der Aphelius. Der kennt das alles. Ja, voll dabei. Und ihr auch, da kannte, schreibt auch 12. Ja, Final Fantasy 12 Feeling und so weiter, ja. Also ihr seid ja die Spezialisten. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass wieder optischer Leckerbissen wird, ja. Die Gegner, dass die uns wirklich geil einschenken. Ja, ich sag nur Yadis. Ja, erinnern wir uns an den? Ja, Yadis, da war mal was. Ja, also ich freue mich da schon drauf. Und hier steht auch oben, das Szenario stammt aus der Feder von Spielentwickler Yasumi Matsuno, der die Story von Final Fantasy Tactics und Final Fantasy 12 schrieb. Für das Boss-Design ist der Illustrator Kaika Amemeya verantwortlich, dem Schöpfer und Regisseur der Live-Action-Serie Garo. Ja, also die werden schon wahrscheinlich optisch gut drauf sein, die Gegner, hoffe ich mal. Aber es sieht schon mal sehr schick aus. Rollenverteilung ist klar und bitte wieder dran denken, wir haben wieder Weekly Loot. Ja, also wir haben wieder Wochen-Loot, ganz wichtig für alle. Das nicht wieder heißt, scheiße, warum habe ich das jetzt gewürfelt? Das brauche ich ja gar nicht. Ja, zuerst denken, dann klicken. Ja. So, Vergütung. Zusätzlich zu den Schatztruhen in Raid Dungeons kann aus einer Schatztruhe nach Abschluss des Inhalts einmal pro Woche eine spezielle Vergütung erhalten werden. Diese Vergütung lässt sich beim NPC Echina in Ralgas Wacht, das ist eine von den Tussis von der von unserer Rowena. Von Rowena Eritusis könnt ihr das eintauschen. Das ist ganz einfach. Wir können wieder Gear upgraden. Ja, bis wie immer. Alles beim Alten. Alles super. Ja, alles super. Ich krieg das Teilige hin, kann das upgraden. Coole Sache. Und einmal pro Woche kannst du einen zerbrochenen Polykristall zum Abschluss erhalten. Da steht auch noch drinnen. Dafür kriegt man 6er Materia. So war das, ne? Immer noch. Habe ich urviel davon. Habe ich eine Menge davon. Ja. Die Vergütungsbeschränkung für Machmateria am Ende von Dunskin wird aufgehoben. Ja, nicht zu verwechseln, da gab es keinen Weekly Loot. Den gab es immer, geartechnisch. Nur die Machmateria gab es nur einmal pro Woche und das ist jetzt weg. Ja, nur als zur Erinnerung. Ja, weil halt durch die Machmateria er die 5er Materia holen konnte. Ja, aber die Und das entfällt jetzt gerade, weil du jetzt die 6er holen kannst mit dem zerbrochenen Boden. Ja, so ist es. Der Jota gefällt es wieder. Jo, bist nur dabei, ja. Ja. Ja, ja. Passt. So. Ich höre andächtig zu. Ja, und jetzt das, was ich vorher schon gesagt habe, eben 2-0, wir sind wieder bei Labyrinth der Alten. Gestaltung wurde eben angepasst von
2 Verteidiger auf einen Verteidiger, 2 Heiler und 5 DDs. Das heißt also, wir haben das Ding, wenn man es richtig spielt, auch relativ schnell down. Wir haben ein bisschen mehr Damage mit. Ja, wenn halt die Tanks auch wissen, was sie machen. Vor allem wird es lustig bei dem ersten Boss, wenn man nur 3 Tanks hat, wer tragt denn dann diese ganzen Ads nach außen? General. Man muss halt gucken, inwiefern sie es angepasst haben. Das wird interessant werden. Weil sie haben es gesagt, sie haben es angepasst. Vielleicht kommen ein paar weniger Ads. We will see. Ja. Weiter geht's. Wie Triana schon sagt, DDs. Ja, DDs. Ja, haben sie uns auch die DDs oder die Heiler getankt, ne? Ja. Noch mehr Ads, Frikadella. X-Kayoshi, servus. So, weiter geht's. Das Zeitfenster, bis sich die Areale vor Bosskämpfen in Allianz wird schließen. Jota, hörst du zu? Wurde von 15 auf 30 Sekunden verlängert. Okay. Also weil du weißt, wir haben immer die Early Puller, ne? Also jetzt hat man 30 Sekunden zum Reinlaufen und nicht mehr 15. Weil früher war ja nach 15 Sekunden zu. Also man hat jetzt doch die Chance, auch wenn man First Timer wo drinnen ist, dass man doch noch den Kampf miterlebt. Ja. Ja, yes, das finde ich gut. Ja. Frikadella schreibt auch, ach Mensch, da kann ich mir jetzt Zeit lassen. Ja, mehr als vorher, doppelt so lang. So, bei folgenden Inhalten wirkt nach vollständiger Kampfunfähigkeit einer Gruppe beim nächsten Anlauf jetzt die Kraft des Transzendierens. Ja, also wir werden stärker. Und zwar in Götterdämmerung Lakshmi, Susano, Königliche Menagerie. Ebenso wie Zenitergötter Lakshmi und Zenitergötter Susano. Also wir haben jetzt schon den ersten Nerf drinnen. No? Ah ja. Zuerst mal auf die alten Götterdämmerung 10%. Vor allem, hier ist dieser erwartete Nerf für Shinrui normal. Also eigentlich haben sie eh lang genug gewartet damit. Also Shinrui normal wird jetzt genervt. Wenn man stirbt halt, dann geht's los. Ja. Also nicht von Beginn weg, sondern sterben, los geht's nochmal. Ja. Okay. Dann, die Vergütungsbeschränkung von Deltamitri wurde aufgehoben. Das finde ich interessant. Warum? Einzige Ausnahme bilden die Deltamitri-Kristalloide. Echt jetzt? War das bei Alexander auch? Oder wurde das nicht immer erst bei 9 war Alexander? Bei Alex auch so. Sicher? Ich meine, es war damals auch schon. Ich meine, das wurde dann immer nur gecuttet, wenn es den neuen Teil gab, oder nicht? Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, da. Ich bin mir da nicht so sicher. Wisst ihr das im Stream? Das ist jetzt. Das war es jetzt auch nicht mehr. Aber du kriegst jetzt so das 260er durch deine Marken plus nochmal. Und dann hast du noch die Chance, einen 330er Teil aus Dings zu kriegen. Aus dem 924er Raid. Ja, eben, Ratschel, ich hab doch, das war bei Alex auch so. Aber da gab es dann immer einen neuen Teil. Das meine ich ja. Es gibt aber jetzt keinen neuen Teil. Es gibt jetzt keinen neuen Raid-Teil. Das finde ich voll früh. Weil jetzt kann ich ja permanent reingehen und mir das Zeug holen. Ich glaube, das, was gemeint ist, dass das auch früher so war, dass mit den 24er-Raids diese Sachen freigeschaltet wurden. So. Ach so. Ah, okay. Aber ich finde es gut, weil wenn man jetzt... Ich brauche 3 Bolzen, gehe halt so lang, kann ich ja hintereinander reingehen, fertig, ne? Jo. Oh, mein Stream kackt mir gerade ein wenig ab, sehe ich. Ja, ein bisschen, aber es ist akzeptabel. So, neue Inhalt der Zukunft der Kategorie Zufallsinhalt Experte wurde angepasst und da kommt jetzt der dazu. Das heißt, jetzt hat man auch schon lange nicht mehr 4 Zufallsinhalte. Also 4 mögliche Inhalte bei Zufall X. Hat man auch lange nicht, oder? Wirklich 4. Hat man immer nur 2. Immer 2. Ja, also 4 ist schon lange her. Also das ist okay. Und daneben, es gibt eine neue Kategorie Zufallsinhalt Allianz wird und da bin ich ehrlich gesagt sehr glücklich drüber. Die Jota auch, die ist aber jetzt gerade AFK. Und zwar täglich kann man reingehen, eben auch für XP und so weiter, es zu leveln verwenden und sonstiges, ja. Eben Allianzen Raid. Ja, und das finde ich sehr wichtig, finde ich sehr gut. Ja. Ich gucke nur gerade, was mein Stream macht. Ah, ist wieder da. Ja. Also hier. Allianzen Raid wurde erweitert. Ja. Triana schreibt, gab es das jemals? Nein, es gab noch nie 4 Ex-Inis, darum sage ich ja. Es gab immer nur 2. Immer. Ja. Also da hat sich noch nie was verändert.
So, Mentor wurde erweitert. Natürlich die versunkene Stadt Skala, die Inni, plus natürlich der 24er Raid. Ja. Also der kam auch noch dazu. Ja. Dann die Raid-Suche wurde erweitert, eben Heldenlied Shinryu wurde dazugekommen und die folgenden Inhalte wurden von der Raid-Suche entfernt oder verschoben, halt Susan und Lakshmi, halt, weil jetzt natürlich Shinryu das aktuellste ist. Ja. Dann Übungskämpfe wurden hinzugefügt, das ist eh das Programm, was wir immer hatten. Das einzige hier, ich lese da nochmal kurz vor, im Palast der Toten wurde das Hermetiker-Kommando Erhaltung wieder eingeführt, das hatten wir oben schon, das kommt wieder dazu. Ja. Ich gucke halt meinen Stream, kackt mal schon wieder rauf, runter, was soll denn das schon wieder? Man, jetzt starte ich mal kurz neu dann, mal gucken. PvP-System. Oder bleibt der? Ne, jetzt bleibt der eh. Halt bei euch, kackt der krass ab oder so, oder eh nicht so? Oder geht? Ich glaube, ich müsste Server wechseln, schon wieder gesehen, halt. Schon wieder so weit, Frankfurt lässt mich in den Stich. Bist du noch da? Ja, ich bin aber noch da. Die Leute schreiben minimal. Okay, na, wenn es minimal ist, ich sehe nur, wenn er runtergeht und wieder hoch. Also, es ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Ne, dein Kopf laggt nur ab und zu mal. Okay. Ja, gut, der laggt sowieso. Also. Also, der Vorteil ist, du hast ja eigentlich ja nur ein Standbild die ganze Zeit, eben, außer drum, du selbst. Es passiert nicht viel, ne? Also, Ton habt ihr und so. Das heißt, ich kann ruhig weiter streamen. Ja. Ton nicht nur Bild manchmal. Ja, das knallt ihn dann mal wieder runter und dann, so wie jetzt gerade. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ich gucke gerade auf meinen Rechner, irgendwo ein Update oder so macht, aber macht auch nicht. Na gut, aber ich check mal, ob irgendwer was bei uns macht. Aber ich glaube wohl nicht. Ich guck mal. Ich frag mal nach. Ich guck mal. Jetzt legst du mir nicht wirklich weg. So. Kleloid, servus. Talk to us, oh mighty Charles. Nee, danke. Ich lese nur vor heute. Ich bin heute nur am Vorlesen. Ist relativ einfach heute. Relativ einfach. Aber jetzt guck mal, bevor wir PvP machen. Ich check nur, dass mein Stream noch läuft. Irgendwie kackt er mir dauernd ab. Jo, ich starte mal neu. Bleibt's mal dran. Ja, wartet mal.